Also jetzt mal Real Talk, Freunde, einen wunderschönen guten Abend. Es gibt ja nichts Geileres, wie wenn man gerade im Discord im Hintergrund am Schreiben ist, so ungefähr. Und dann haut der Anna hier in den Stream einfach mal den Resub rein. Vielen, vielen Dank, Luki. Selfie, grüß dich, moin. Devs, danke dir. Jo. Lass mich kurz gucken. Toni, vielen, vielen Dank für den T1 Resub. Willkommen zurück im 24. Monat, also 2 Jahre voll gemacht. Vielen, vielen lieben Dank. Genau das gleiche hat der Luki auch gemacht. Fettes, fettes Merci, Luki, für deinen T1 Resub. Ebenfalls 24 Monate voll. Vielen, vielen lieben Dank. Shorty, vielen, vielen Dank für den Prime Resub. Willkommen zurück im 7. Monat. Und jetzt eben gerade kam noch der Devs um die Ecke gehämmert mit T1 Resub im 50. Monat, Alter. 50 Monate. Meinsen Herren. Danke, danke, danke. Vielen, vielen lieben Dank, Devs. Tosinado, einen wunderschönen guten Abend. Grüße. Der beste Streamer ist wieder da. Wisst ihr, das ist, also das geht ja runter wie Öl, definitiv. Ne? Aber ich weiß ja gar nicht, wie soll ich denn das verarbeiten? Das ist ja... Dankeschön.
Vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen. Wunderschönen guten Abend nochmal allerseits. Wir haben heute Abend die Hovesim Racing im finalen Durchgang am Start, Freunde. 90 Minuten Paul Ricard im Sprint Cup Serie A. Hauen wir uns mal auf den Server drauf, dann sind wir da wenigstens schon mal startklar. Und dann heißt es hier gleich Attacke. Verbindibus. Tosinado, wie geht's dir? So ein bisschen Hype bin ich ja schon. So ein bisschen Hype bin ich ja schon hier. Ganz viele bekannte Gesichter wieder am Start. Matthias, grüß dich, einen wunderschönen. Das haben wir connected. Oh ja, das sieht auch gut aus. Na, gehst du hinauf? Schönes Ding. Schauen wir uns kurz das Thema Ranking an, damit wir sehen, inwieweit es doch eine ganz, ganz enge Kiste geben könnte. Ich gehe davon aus, das wird nicht der Einzelfall sein hier. Max Lorenz in der Gold-Kategorie auf 1, 233 Punkte. 26 Zähler gibt es für den Sieg als solches in der jeweiligen Klasse. Kurz rechnen, 26, das sind 34. Das also, wenn Max Lorenz heute Abend eine Nullnummer hier fährt in Paul Ricard und Moritz Birzer das Thema gewinnt, dann ist der Titel für Moritz Birzer möglich. Jan Drechsel auf 386 Punkte, auch er hat 26 Punkte Vorsprung vor Philipp Thoma. Auch da müsste dann das Thema bei Jan Drechsler den Ausfall bedeuten am heutigen Abend hier in Paul Ricard. Und Philipp Thoma müsste da den Sieg einfahren, dann hätten wir da nämlich auch Punktgleichstand. Jannis Zeus, der Grieche auf 5, 155 Zähler, 122 dahinter der Christopher Schmidt auf der 6. Position. Sebastian Brock auf 7, punktgleich zu Robin Meyer. Da entscheidet auf jeden Fall die heutige Teilnahme und das Resultat in Paul Ricard. Ricky Krebs P9, Gerd Binder auf der 10. In der Silver Class haben wir Jeff Ewerts auf der 1 mit mageren, das muss man dazu sagen, ganz klar, magere 8 Punkte Vorsprung vor dem René Brey auf der 2. Dann 148 Punkte, Tobias Martini auf 3, Dominik Meyer auf 4, Danny Anwand 5. 6 Zähler trennen die beiden, beziehungsweise Danny Anwand hat Punktgleichstand zu Remo Kipfer, dem Schweizer. Auf der 7 Julian Klubitzer, auf 8 Mike Buchler, auch die beiden trennen nur 7 magere Pünktchen voneinander. Und ich glaube, es gab keinen Streicher bei Hovesim Racing. Ne? Ich hab's, wenn ich es richtig im Kopf habe, beim letzten Mal habe ich, glaube ich, schon nachgefragt. Da wurde das, glaube ich, verneint, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ingo, mein Lieber, einen wunderschönen guten Abend. Grüß dich. Dankeschön, Tosinado. Dankeschön. So, lala. Paul Ricard haben wir geladen. Alles klar. Trailer rein in den Kopf und dann rauf auf die Live-Situation. Dieser Livestream wird euch präsentiert von Soapbox, eurer Waschstraße zweimal in St. Augustin. www.soapbox-augustin.de.
Hey Matthias, immer mal wieder ganz gerne das mega fette Lob an dich bei der Stimme und bei der Untermalung in diesem Video in Anführungszeichen. Möchtest du gleich duschen gehen hier? Katastrophe, absolut geil. So, Illy, mein Lieber, grüß dich, einen wunderschönen guten Abend, auch persönlich gesprochen. Jan Drexler haben wir hier im Bild, Skidmark Racing im BMW mit der 116, Janis Zeus Entropy Racing im McLaren, Philipp Thoma für Madcap Racing im McLaren unterwegs, Dominic Cypress, Skidmark Racing BMW M4, Christopher Schmidt im BMW M4 für Venari Racing, Alexander Rötz für DoD Racing im Lambo, Moritz Pirzer, Projektivseetaucher im McLaren, Sebastian Brocke, Entropy Racing 2 im McLaren. Cypress, grüß dich morgen. Entschuldigung. Jetzt hat funktioniert auch. Bild und Ton von Stream Elements, vom Bot ist auch wieder da. Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen, mein lieber Tryders. Vielen, vielen Dank für den T1 Resub. Willkommen zurück im 48. Monat. Hier, du bist ja gerade mal 2 Monate hinter Devs, Digga. Wie geil ist das denn? Dominik, grüße dich. Einen wunderschönen guten Abend. Husky, einen wunderschönen. Sebastian Brocke, also Entropy Racing im McLaren mit dabei, Pierre Meyer für DB3 Motorsport im Audi R8 unterwegs und sitzend, Peter Lindner CDS Digital Motorsport im Ferrari, Jeff Ewerts für Hove Sim Racing im BMW M4. Don Caimelo, wunderschönen guten Abend, grüße dich. Next Season schließe ich mich gerne an. Es reicht, in Anführungszeichen, direkt Kontakt bzw. Fragen zu stellen über Ausrufezeichen Hove hier in den Chat rein, Don Camilo. Und dann kannst du dort dem Discord von Hove Sim Racing beitreten und alles Weitere dann darüber auslösen via RaceApp-Anmeldung, Lizenz erfahren etc. pp. Und das ist heute Abend, wie gesagt, das Finale. Und ich weiß von Matthias, dass die Hove Sim Racing jetzt erstmal in diese obligatorisch altbekannte klassische Sommerpause geht. Das wird so circa roundabout 6 Wochen andauern, diese Sommerpause. Und dann geht es in die nächsten Season hinein. Bobby Paceman, Hove im McLaren, Ricky Krebs, RPM Triebwerk im Ferrari, Detlef Keep, Hove Sim Racing im Porsche am Start, der Matthias Weggel, der Teamkollege, ebenfalls gleiches Thema in grün, pilotiert hier den Porsche, GT3, René Breis, CDS Digital Motorsport, ebenfalls im Porsche am Start, der Österreicher, Patrick Schröter, Hove Sim Racing im Ferrari, Dominik Meyer, Purple Sector Racing bei GSE, Grüße gehen raus, BMW M4 Stars für Dominik Meyer, Julian Grubitzer, DoD Racing im Lambo, Bastian Holter, DB3 Motorsport im Audi 8, das ist der Teamkollege von Pascal Alex, einen wunderschönen guten Abend, grüß dich, mein Lieber, von Himmelsack, jetzt habe ich den ab. Von Pierre Meyer natürlich, von Pierre Meyer, genau. Remo Kipfer, Panther GT Racing, der Schweizer im Ferrari. Michi Hirschi für Entropy Racing 2 im McLaren. Alvin Busjan im AMG für Hove Sim Racing. Danny Anwand, Panther GT Racing Ferrari. Jens Anusa, Entropy Racing McLaren. Tobias Martini, Martini Web Design Racing im Ferrari. Markus Blumendraht, Skidmark Racing im McLaren. Gerd Binder im gelben Ferrari gewesen. Jetzt ist er da hinten in Türkis unterwegs mit der Startnummer 87. Max Florenz, Venari Racing im Aston Martin und Ingo Schmidt im AMG mit der Startnummer 17 mit dabei. Also ihr seht, 30 Fahrer, die sich heute Abend hier dem finalen Durchgang in Paul Ricard stellen und diese 90 Minuten Renndistanz dementsprechend hoffentlich allesamt erfolgreich, der eine mehr, der andere weniger, abschließen werden. War voll überrascht von dem Anrufer, aber hat mich gefreut. Ja du, Digga, pff. Wie lange kennen wir uns jetzt, oder? Da muss das mal passieren. Da darf sowas mal passieren, dass man da anruft. Alles gut, Pascal, Alex, hast du nicht gemacht. Vielen, vielen lieben Dank, mein Lieber, für den T1 Resub. Willkommen zurück im 37. Monat. Danke dir. Gerade gefühlt, frisch vom Hockenheim zurück. Wie war es denn gewesen? War es einigermaßen cool? Hast du den Koffer heile gelassen, Tryders? I hope so. Alles andere wäre, glaube ich, fatal. Weil wenn du das Ding, glaube ich, weghämmerst oder wegplankst, potenziell der Verkauf einer Niere reicht nicht. Glaube ich dir. Ja, locker, locker. Wenn ich überlege, ich bin mittlerweile 5 Jahre bei der SAU dabei, in der Moderation. Ja, doch. Ganz knapp 5 Jahre sind es jetzt, ja. ...240 Parabolika hoch, dann Spitzkehre, volles Pfund anbremsen, macht schon was. Oh ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Ja, zumal die Gerade da hinten raus, ne, mit dem, ich meine, der Linksknick, was die Gerade da macht, mehr oder weniger. Also im klassischen Sinne ist es optisch von oben betrachtet, ist es ja keine klassische Gerade, ne? Aber das Ding geht ja voll. Ich glaube, das ist die breiteste Stelle, auch wenn ich es richtig im Kopf habe, auf dem Hockenheimring, müsste irgendwas um die gefühlt 16 Meter sein. Sven, grüß dich, wunderschönen guten Abend. Ja, aber du musst da jetzt nicht lupfen, das meinte ich damit, ne? Sondern du kannst da voll stehen lassen, bleibst auf dem Pin drauf, ne? Und ja, so ein bisschen in die Magengegend wird das Thema schon gehen, ja. Pascal, wie geht's dir? Bist du munter? Selfie, alles gut? Soweit? Genau. Da arbeite nicht nur ich an der Leistungsgrenze, sondern auch das Auto, ja. Ich stell mir das gerade voll weird vor, ey. Du mit dem Helm auf, weißt du, ich meine, dann in so einem Koffer drin, so ungefähr. So, das müssen wir noch anmachen. Da seht ihr hier, Rennkalender. 90 Minuten unten rechts in der Ecke, Paul Ricard. Das ist unsere heutige geplante abendliche Veranstaltung. Arbeit hält dich auf Trab, okay. Schon wieder in Urlaub. Wo macht er denn hin, Pascal? Letztes Mal war ja Amerika angesagt. Ein kleiner, großer, halber, mittelmäßiger Roadtrip habt ihr ja gemacht. Ja, glaube ich dir, Trainers, glaube ich dir. Als wenn der Max Florenz dann beim Aston Martin für Venari Race Aston Martin, habe ich ja gelernt, ne? Nach vorne gerollt wäre hier. Island? Oh, wie lange seid ihr unterwegs, Pascal? Wie lange habt ihr da zeitlich geplant? Geografisch ist die ja gar nicht so groß, die Insel, ne? Schafft man das in 3-4 Wochen? Ja, aber das ist ja nur die gedankliche Eselsbrücke, Traders. Zehn Tage auf Ring Road? Echt? Okay. Cool. Mehr geht immer, aber dort kostet das Bier zu viel. Ah, okay. Auch eine geile Referenz, ey. Also in circa 7 Minuten geht's rein in die Quali-Session. 20 Minuten haben wir, glaube ich, gehabt hier bei der Hovesim Racing. Nochmal vielen, vielen Dank an die Partner, Sponsoren und natürlich die Supporter der Hovesim Racing. Vielen, vielen lieben Dank. Hundert, das haben wir schon mal im Hinterkopf. Was sagt man? 30 Grad im Asphalt, also doch sehr, 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 sehr warm. 25 Grad gepaart in der Außentemperatur. Kurz vor 12 am Mittag. Genau. Ja, das war wahrscheinlich der erste Fahrername, der dir gerade so ein bisschen ins Auge gestochen ist, oder Traders? Gibt's nicht sehr viel. Wollte mich die ganze Zeit mal gemeldet haben, aber kommt irgendwas dazwischen. Alles gut. Digga, mach dir keinen Kopf. Alles easy. Hey, der Remo Kipfer war der erste Ferrari, der da die Box verlassen hat.
nach Abschluss des Briefings. Wir haben da immer noch einen kurzen Einstand vorne dran, ne? Da wird sich nochmal so ein bisschen eingeschworen, wie man so schön sagt. Mit Sicherheit, Trailers, mit Sicherheit. Pascal Alex ist auch schon ganz lange hier bei mir unterwegs auf dem Kanal. Pascal, korrigier mich, wir sind doch damals zusammen Gran Turismo Sport noch unterwegs gewesen, oder? Das war ACC-Zeit, wenn dann mal gewesen, ja. Hoi. Ein Fahrer noch nachgejoint. 31 Piloten haben wir jetzt. Muss ich ganz kurz gucken. André Schwarz. Ah, da genau. Der André Schwarz ist noch gejoint. Perfekt. André Schwarz also im AMG für B&B Racing am Start. Sehr, sehr nice. Geringfügig, ja, Traders, ja. So, ich bin gespannt, wie die EOD Racing Jungs hier, die beiden Lambos, performen werden am heutigen Abend. Ganz kurz für die, die es noch nicht wissen oder beziehungsweise sich jetzt gerade nicht erklären können, was die weißen Startnummerntafeln bedeuten. Ich habe euch eben gerade die Ranking-Situation der Fahrerklasse Gold und Silber in Race App gezeigt. Das ist gekoppelt hier an die weißen Startnummerntafeln hinterlegt. Das ist die sogenannte Platin-Klasse, in der Race App definiert als Gold-Klasse. Und die silbernen bzw. grauen Startnummerntafeln, das ist die Silver-Klasse bzw. Gold-Klasse im Rahmen, gewerteten Rahmenprogramm von Hove Sim Racing selber. Weil, jetzt kommt die Erklärung, es gibt, das hier ist die Serie A und immer die Woche drauf am Donnerstag, also sprich nächste Woche Donnerstag, ist das Finale der Serie B. Und in der Serie B ist dann dementsprechend die Kategorie Silber und Bronze am Fahren. Auch dort fahren sie in zwei unterschiedlich gewerteten Klassen, um einfach so ein bisschen die doch teilweise, ich will jetzt nicht sagen Aggressivität, also dieses tendenzielle Zweikampf muss zwingende Verhalten rauszunehmen, gedanklich aus der Nummer. Chris, mein Lieber, grüß dich, einen wunderschönen guten Abend. Echt, war das RW-Zeit? Ah, okay, okay. Zwei Minütchen noch. Dann wird in die Quali reingeskippt. ACC Hayabusa. Chris, wie geht's dir? Schön, dich zu lesen, Mann. Wo ist der Fanclub von Madcap Racing im Stream? Muss. SF Sim Racing grüßt dich, einen wunderschönen. Ja, das kommt hin. Das kommt hin, Traders, ja. Ich bin jetzt seit knapp... lass mich kurz überlegen. Ja, ich bin jetzt seit circa 3 Jahren hier unten am Bodensee. Dankeschön, Chris. Hab die letzten Wochen nur Überstunden gemacht. Oh, okay.
Ja, stellenweise. Also, wer sich natürlich ganz klassisch freut, SF Sim Racing ist der Start, ne? Ist normal. Aber so ein bisschen fürs Portemonnaie geht's auch gut. Sehr schön. Quali-Start, Freunde. Quali-Start im Finale der Hofe Sim Racing Serie A in Paul Ricard. Ich freue mich. 20 Minuten, das ist nicht allzu viel. Vor allen Dingen hier auf Paul Ricard. Rundenzeiten an die annähernd 2-Minuten-Marke. Aber es ist ein wunderschönen guten Abend. Grüß dich. Wie war es eigentlich an der NOS, abgesehen von etwas kurzem... Also, wie gesagt, vom Empfinden... Unglaublich. Also, vom Schlamm etc., vom Dreck da, also das... Oh, da konnte der Veranstalter nichts für, ne? Also, wir sind wirklich sprichwörtlich abgesoffen, mehr oder weniger, ja. Das war schon heftig, ja. Also, bei mir auf dem Platz ging ab Donnerstag oder seit dem Donnerstag letzte Woche nichts mehr ohne Traktor. Weder rauf noch runter vom Platz. Das war schon heftig, ne? Also du musstest wirklich teilweise bergsteigen, inklusive Enterhaken mit dem gefühlt, wenn du alleine nur auf die Dixie-Toiletten wolltest. Das war schon nicht wirklich schön. Aber das habe ich gestern Abend ja auch gesagt. Ich bin froh, dass ich wieder im Lande bin, dass ich wieder zu Hause bin. Und ja, so an sich war cool, definitiv. Die Gruppe war cool, die Truppe war nice. Wir haben uns da doch teilweise doch die eine oder andere echt tolle Stunde mitgemacht. Ne? Wir haben alles gehabt, was wir brauchten so ungefähr. Uns hat es an nichts gefehlt. Und das war schon okay. Nee, das war weniger Wasser, Sven. Das war wirklich Schlamm. Also es war wirklich Knast, Morast. Du bist aus dem Wohnmobil raus und bist erstmal 2 Zentimeter eingesunken so ungefähr in den pursten Schlamm ever. Und die beste Schuhwahl, ganz klar, war der Gummistiefel. So bescheuert, wie es klingt. Das stimmt, ja. Die Oldschooler sind auf jeden Fall noch am Start, Riders. Aber es ist nicht mehr, lange nicht mehr so wie früher, ne? Also du musst unglaublich, unglaublich hart reingrinden, so ungefähr. Und du musst richtig hart trainieren. Oder fliegen die ersten Pinüppel? Um nicht zu sagen, Pylonen. Oh, Dominik steht noch in der Box hier, Dominik Cypress. Oh, gelbe Flaggen für Matthias Weckel. Okay, die lassen gerade ein bisschen Platz, so für die letzte Kurve raus auf Start und Ziel, um im besten Falle nach vorne weg einfach doch möglichst die freie Runde, die perfekte Hotlap umsetzen zu können und zu generieren. Jeff Everts ist purple am Blinken. Auch nicht schlecht. Ja, war schon krass. War schon krass, definitiv. Also wenn ich es richtig sehe, dann sollte Jeff Everts den Anfang machen mit der ersten gezeiteten Runde. Nee, macht er nicht. Moritz Pirzer macht den Anfang. Jawohl, Moritz Pirzer war mal kurz Pole-Setter gewesen mit 54,802. Ricky Krebs über die Linie hinter ihm drüber gefahren und toppt das Ganze jetzt von Pierre Meyer nochmal. Getoppt 53,820 für Pierre Meyer. Jeff Everts Zweiter. Jetzt P3, Philipp Thoma, neuer Polesetter. 53,605 für Philipp Thoma, den Madcap Racing McLaren. Pierre Meyer P2, Jeff Everts 3, Bobby Paceman auf 4. Jetzt P5, Dominik Meyer war ein Ticken schneller. 54,157 kommt er über die Linie, der Dominik. René Brey P5, Bobby Paceman P6, Ricky Krebs P7, Moritz Pirzer 8, Matthias Weckel auf 9 mit 54,967. Smotz, mein Lieber, grüß dich.
Das P10, Christopher Schmidt, neuer Vierter. 54,087 für Christopher Schmidt. Alexander Rötz P10. Jetzt P11. Bastian Holter schiebt sich da nach vorne auf P7 mitten rein. 54,672. Die fangen da schon wieder an zu komprimieren. Das Todesmann. Ja, ihr habt wahrscheinlich die gelbe Supra gesehen und seid dann runtergefahren, oder, Traders? Aber ich fand's cool, Mann. Ich fand, ohne Scheiß, ich fand's cool, dass wir uns getroffen haben. Detlef GP 12, 54,952. 15.000stel schneller gewesen wie der Kollege, der Matthias Weggel. 55,002 für Remo Kipfer. Das würde P14 bedeuten. André Schwarz P15, 55,162, jetzt P16. Patrick Schröter, Sechster, 54,455. Ah, okay. Dev, sein Bimmer hast du gesehen. Okay, cool. Moritz Birzer, Zweiter, 53,705. Moritz, eine Zehntel, Digga. Eine Zehntel. Mirko, alles cool. Die Woche einigermaßen human überstanden bis dato. Und ich glaube, Freunde, den Jeff Ewerts müssen wir auf dem Schirm haben. Jeff Ewerts, Paul Zetter, 53,530. Vorbei an Philipp Thoma. Dominik Meyer, P3. Auf Christopher, komm. Nee, der ist eine halbe Sekunde zu langsam aktuell. Your personal best. Und jetzt kommt Drexler über die Linie. Jan Drexler, 52,792 von Jan Drexler. Freunde, das sind 8 Zehntel. Das sind schlappe 8 Zehntel, die der Jan da aufs Parkett gezaubert hat. Bäh. Bäh. 8 Zehntel? Da möchtest du am liebsten nicht verbuddeln gehen, ey. Danny Anwand, P14. Bastian Holter, 15. Jens Alusar, 16. mit 54,760. Ich sag mal ganz salopp, alles, was unter 55 und tief ist oder weiter runter, das ist richtig zügig hier in Paul Ricard. Dann kommt er um die Ecke und sagt, naja, 52,7 krieg ich hin. Nee. Das war ja die Notlösung gewesen, Traders. Das war ja die Notlösung. Bobby Paceman lässt sich hier überholen. Schaut, dass er da nicht im Weg steht. Okay. Ricky Krebs, P19 zurückgefallen. Jetzt zwei Positionen nach vorne auf die 17 mit 54,685. Klassische, altbekannte Zeitengleichheit habe ich gerade nicht im Bilde. Alvin Bussian, P27, 55,790. Oh, Alter, Alvin. Da hat er mal richtig am Lenkrad gerissen. Um da die Flaps nicht zu überfahren. Am Ausgang dieser doch unglaublich schnellen Rechtskurve hier in Paul Ricard. Bobby Montana, grüß dich, einen wunderschönen. Aber ich denke, dass in den nächsten Pi mal Daumen 2 Monaten ich da mit der Planung für nächstes Jahr beginnen werde, Fridays, ja. Und da muss man mal gucken. Julian Krubica auf 9. 55,3. Entschuldigung, 53,875. 7000stel. Alexander Rütz mit P10 schneller gewesen wie Janis Zeus im Entropy Racing Piloten. René Brey auf 12. Robi, bis zum Montag, alles cool? Gerd Binder auf P24. 54,842. Toni, mach langsam. Oh, Scheiße. Bleib wieder da. Kennt ihr wahrscheinlich auch, ne? Gehst ganz kurz weg, vorhin im Intro.
beziehungsweise im Trailer von Office Racing kurz die Kaffeemaschine angemacht. Total vergessen, dass der Kaffeeautomat an ist. Jetzt gehe ich gerade rüberschauen und ja, natürlich wieder aus. Die Temperatur der Dusche war sehr angenehm, lässt primäre Merkmale bis aufs Minimum schrumpfen. Es klingt gerade so, als wenn du aus Erfahrung sprichst, Mann. Air Max, ey! Guten Morgen! Einen wundervollen guten Abend! Grüß dich, wie geht's dir? Lang nicht mehr gesehen. Neues Auto für Race Room ist gefunden. Mirko, hau raus. Was hast du auserkoren? Was wird es? 52792. Mein Herr. Max Florenz, nur auf P2 der Max Florenz. Der ist gefühlt 7,5 Zehntel weg von der Polezeit des Jan Drexler. Munter sind wir, MX, munter sind wir. Schön, dass du da bist, Mann. Philipp Thoma, P5, auch bockstark unterwegs. Pierre May auf 8. Sehr schön, MX, sehr schön. Neues auf 11. Peter Linden auf der 15. Michi Hirtschi auf der 26 mit 55,037. Nusch mit P29. Tobias Martini muss noch eine Zeit setzen. Hat seine ersten möglichen Hotlap nicht gepasst für den Tobias. Dominik Cypress steht immer noch in der Box. Der hat eine Quali-Sperre. Entschuldigung, ich hab's vergessen. Der hat eine Quali-Sperre, deswegen darf Dominik Cypress nicht rausfahren. Die Info ist mir zugeschickt worden. Ja, aber ich habe im ersten Moment nicht dran gedacht. Also, Quali-Sperre für die 187 in dem Fall ist das Dominik Cypress. Aus dem vergangenen Rennen müsste das ein Thema gewesen sein. Daher darf Dominik Cypress hier nicht in der Quali rausfahren und es erklärt, warum er da in der Box steht. Das, was ich in ACC auch eine Weile gefahren bin, halt wieder in GT3. Aber nicht der Bentley, oder? Mirko. Wie kann das eigentlich sein, dass ich gefühlt der einzige AMG in dem Rennen bin? Habe ich was verpasst? Wieso? Den einen oder anderen AMG haben wir doch dabei, Air Max. Ich glaube, wir haben zwei oder drei AMGs haben wir dabei. Ja? André Schwarz, Alvin Bussian und der Ingo Schmidt. Das müssten die drei AMGs sein. Ja, also die Werkskonkurrenz ist gegeben. Vanessa, wunderschönen guten Abend, grüß dich. Ja, das mag sein. Ja. Ja gut, die Hovesim Racing, das muss ich auch dazu sagen, fährt ja hier mit der sogenannten LFM-BOP. Da seht ihr hinten rechts, ne, das Handicap, die Zusatzspalte ganz hinten am Ende minus 1 Kilo beispielsweise auf dem M4, plus 10 Kilo haben wir auf dem AMR, also auf dem Aston Martin. 15 Kilo haben wir auf dem McLaren drauf, ne, 9 Kilo auf dem Audi 8, also das ist schon geil, ne, und das ist ja in diesen Public Lobbies, wie es so schön heißt, ne, im ganz normalen Multiplayer-Bereich, die Official, ja, ne, da gibt's das halt nicht. Hey Dennis, einen wunderschönen guten Abend, vielen Dank für den T1-Streetsup, willkommen zurück im siebten Mann, Dankeschön. Schön, dass du da bist. Und der ist schon wieder purple am Blinken, der Jan Drexler. Gerade über die Linie gefahren, das heißt im ersten Sektor unterwegs. Hier Paul Ricard. Ich glaube, da wird er jetzt aber Traffic haben. Da wird er jetzt nicht durchziehen können. Wir fahren ein paar Meter mit onboard bei Jan Drexler im BMW M4. Ja, hier Full Send drüber. Rechts die Flaps nicht überfahren. Das ist der direkte Cut. Damit macht ihr die Runde instant ungültig. Jetzt hat er aber den Riesenvorteil, er hat so ein bisschen Windschatten. Gedanklich hängt man sich an das Sniffelstück des anderen. Thank you.
hat 2 Zehntel im Delta, Freunde. Der hat 2 Zehntel im Delta. 3 sogar. Gute Exit für den Jan Wechsler. Wir sind im letzten Sektor. Nein! Letzte Kurve und er schmeißt die 2 Zehntel weg, aber es reicht. Minimale Verbesserung 52,747 für den Jan Drexler. Kann eventuell... Oh, bockstark hier. Pierre Meyer nach vorne auf die 3 mit 53,490. An die Fersen gedanklich das Max Florenz Gehäfte. Jeff Ewerts auf 4. Auch er heute richtig banktechnisch gesehen unterwegs. Der Jeff Ewerts in Paul Ricard. Philipp Thoma 5, Christopher Schmidt P6 auch gut unterwegs. In etwas mehr wie 4 Minuten verbleibender Qualizeit. Dominik Meyer P7, Moritz Birzer 8, Tobias Martini 9, Julian Krubitzer auf 10, Alexander Rötz 11, Jannes Zeus auf der 12. Was hat der Jan? Seinen eigenen Airliner. Okay, alles klar. Ich habe im ersten Moment Eyeliner gelesen, Ingo, aber das habe ich nur mal kurz drüber nachgedacht. Das macht technisch gesehen keinen Sinn. Askibus Next Hamster. Wo zipfelt denn der schon wieder umher? Boah, mega. Jannes Zeus nach vorne auf die 4. 53,472. 10.000stel. Langsamer gewesen wie P3, wie Moritz Birzer. Eine Boeing. Ja, genau. Boeing 747, genau. Ja, jetzt ziehen die Jungs hier nochmal richtig am Kabel, Freunde. Bestplatzierter Silver Driver bzw. Goldfahrer ist momentan in der Quali Jeff Ewerts mit P7. P2 wäre overall P9 Dominik Meyer. Großartig. Was ist denn mit... Fehlen ja relativ viele Platin-Fahrer, also die mit den weißen Nummerntafeln. Ne? Wir haben Überschuss an Silver Driver bzw. Silber. Grauen Startnummerntafel. Danny Anwand nach vorne auf die 16, 54,180. Der macht ein bisschen Lenkradtraining. Alles klar. Alles klar. Max Florenz hat 2 Zehntel im Delta, jetzt 3. Besser wären 5, weil dann würde er Purple am Blinken sein. Ganz knapp da vorbeigefahren an den Flaps. Nee, das hat nicht gereicht. Die Runde ist ungültig von Max Florenz. Oh, jetzt muss er sich ranhalten. Wenn er sich sputet, das schafft er aber, kann er nochmal eine Runde setzen. Vor Ablauf der Zeit über die Linie kommen. Das wird jetzt die Initiativmaßnahme sein des Max Florenz. Detlef Kep hat 1 Zehntel im Delta. Gott, 2 jetzt hier unterwegs. Markus Blumentrat P27, 54,670 für den Markus. War lediglich 5.000stel langsamer. Matthias Weggel war 10.000stel schneller wie Detlef Kep, wie sein Teammate. 23.000stel trennen P24 und P25 aktuell. Es wäre eine 52,917 geworden bei Max Florenz, wenn er sie nicht ungültig gemacht hätte, die letzte Runde. Ist noch gültig. Kommen wir mal kurz sehr weit raus. Optisch hat er definitiv die Strecke verlassen, aber das ist nicht als Cut gewertet worden. Ey, Svenny! Mein Güte, Svenny! Oh, wie geht's dir? Einen wunderschönen guten Abend. Vielen, vielen Dank für den T1 Resub. Willkommen zurück im 21. Monat, mein Lieber. Dankeschön.
Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr seid munter. Soweit, Family ist fein. So, dementsprechend, beziehungsweise Simon, geht's auch gut. Oh, Basti Holter. Ah, gelbe Flagge. Huch. Freunde, das ist ein Disconnect von Basti Holter. Oh, das sah jetzt strange aus. Bastian Holter ist da scheinbar... Max? Ach, der ist abgewunken. Alles gut. Max Lorenz ist abgewunken. Von daher darf er auch mal so ein bisschen um die Ecke rumdriften. Sehr schön, Svenny. Freut mich, freut mich, freut mich. Jan Drexler ist an der Box. Da wird nichts passieren. Thoma an der Box. Birza an der Box. Zeus, der Jan ist abgewunken. Meier, der Pierre, ist an der Box. Everts darf die Runde noch zu Ende fahren. Ich sehe aber kein... Doch, jetzt sehe ich ein Zehntel positives Delta. Der wird durchziehen, der wird durchziehen. Zehntel würde reichen. Nee, hat er nicht mehr. Hat er nicht mehr. Es bleibt bei P7 für Jeff Everts. Christopher Schmidt, P8. Dominik Meyer darf noch zu Ende fahren. Auch er ist gerade im letzten Sektor unterwegs. Der PSR M4. Purple Sektor bei GSE Racing. Purple Sektor Racing bei GSE, so rum war es, genau. Keine Verbesserung für Dominik Meyer. Es bleibt die 53.665 zu Buche stehen. Okay, in der Box Tobias Martini abgewunken. Und wir sind durch. Wir sind durch. Okay, Basti Holter ist wieder da. Alles gut. Das kann auch mal kurz ein Mörderleck des Todes gefühlt gewesen sein. Ja, das wäre geil, Triders. Das wäre geil, ohne Witz. Das würde ich auch absolut fühlen, wenn das der Bruder, der Tobias Martini, der Bruder von Olli Martini wäre. Der Moderatorin-Legende, die wir jetzt auch, ja, den wir jetzt ja auch am vergangenen 24er gehört und aber auch gesehen haben. Nee, haben wir nicht. Haben die Facecams eingebaut? Ich muss es ganz blöd fragen, weil ich auf Nitro, ja, auf Nitro haben sie eingeblendet. Aber ich glaube, Olli Martini war auf dem Stream unterwegs, ne? Der war nicht bei Nitro unterwegs. Ja, genau, genau. Also dann habe ich es richtig im Kopf. Sehr schön. Olli Martini macht nur die NLS beziehungsweise die digitale Variante. Via Stream. So, ein Pflichtboxenstopp haben wir. 20 Minuten Pitwindow. Öffnet sich kurz vor erreichen Halbzeit Renndistanz. Und 90 Minuten, ne? 45 Minuten, das ist die goldene Mitte. Das heißt, bei 55 Minuten verbleibender Renndistanz öffnet die Boxengasse. Bei 35 Minuten geht das Pitwindow dann wieder zu. So, was haben wir? 30 Grad, das ist identisch im Parcours drin, im Asphalt. 24 Grad Außentemperatur, Windgeschwindigkeit ist genullt. Das ist doch schon mal eine Ansage. Und dann können wir ganz tiefenentspannt das Starting Grid durchgehen. Bei 2,7 Sekunden, ja, kriege ich. Also, Polesetter vorne rechts aus unserer Perspektive, der BMW M4-Pilot Jan Drexler. Daneben steht Aston Martin. Max Florenz auf 2, Philipp Thoma P3, Moritz Birzer für P4 auf der 5, dahinter der Grieche Jannis Zeus. P6 daneben, der Pierre Meyer in seinem Audi 8, P7 dahinter Jeff Everts. Auf der 8. Position der Christopher Schmidt. Das ist auch geil. Jeff Everts hat die Startnummer 7 und startet von P7. Wie geil ist das denn? Dominik Meyer P9. Daneben Sebastian Brocke auf der 10. Alexander Rötz, der Österreicher, von der 11. Tobias Martini von der 12. Skal sei Dank. Julian Krubica von der 13. Remo Kipfer daneben, der Schweizer, für P14. Der hat auch die Startnummer 14. Wie geil. Haben die sich auch abgesprochen oder was? René Brey P15. Bobby Paceman P16. Danny Anwand auf der 17 unterwegs. Bastian Holter von der 18 aus startend.
P19 haben wir für Peter Lindner. Daneben steht der Jens Alusar auf P20. P21 für Ricky Krebs, der hat die Startnummer 20, der ist eine Position abgerutscht. Ha, Patrick Schröter, die 22. Startposition. André Schwarz, die 23. Michi Hirschi auf der 24. Matthias Weggel weggelt auf der 25 umher. Daneben steht der Teamkollege Detlef Kepp, also das haben sie auf jeden Fall gemeinsam. Markus Blumenthal auf der 27, Gerd Binder P28, Alvin Busjan für die 29. Startposition, der Ingo Schmidt von der 30 und Dominik Cyprus mit natürlich dementsprechend der Quali-Sperre im Verständnis von letzter Position aus hier ins Finale startet. Sehr schön, wir drücken die Daumen für alle Fahrer am heutigen Abend. Dass es dementsprechend der bestmöglichste maximale Erfolg wird. Und die 90 Minuten werden lang. So, ich baue mir kurz den Kaffee fertig und dann Attacke, Freunde. In die Warm-Up-Runde rein. Haben die doch eine Kamera gehabt? Ah, okay. Das meinte ich vorhin, das wollte ich wissen, Husky, ja. Da war ich mir unsicher. So. Technisch gesehen müsste. Wo habe ich den Knopf? Da habe ich den Knopf. Seht ihr das? Ja, seht ihr. Max Florenz führt ja die Gesamtwertung an. Jan Drexler steht auf Pole. Max Florenz steht auf der 2. Im Grunde muss Max Florenz eigentlich nur den Moritz Bürzer so ein bisschen auf dem Schirm haben. Den Jan Drexler kann er gedanklich ignorieren. Er muss nur schauen, im besten Falle, dass er in der Nähe des Moritz Bürzer, im besten Falle vor ihm, über die Linie kommt. Dann ist alles safe. Ja, bei normalen Menschen try das. Bei mir nicht. Ich kann selbst nachts um 11 kann ich noch Kaffee trinken. Das ist, keine Ahnung, ich mache das schon so viele Jahre. Also diese Hallo-Wach-Wirkung hat es bei mir definitiv schon lange nicht mehr. Mit Bier? Nee, bei mir nicht. Wo ist eigentlich der Benni heute? Unser Bing-Bong. Der ist arbeiten. Der live? Nee. Mein. Da werden schon wieder die ersten Hütchen entsorgt, ne? Brauche ja eh kein Mensch. Kann man machen.
dieser D-Zug sieht schon geil aus, ne? Hier noch Paul Ricard. Eine der gefühlt ganz, ganz wenigen Strecken, jetzt mal von der Nordschleife abgesehen, wo man gefühlt auch ein relativ überschaubares Teilnehmerfeld einfach mal komplett in die Kamera bzw. vor sich sehen kann. Passives Einkommen, genau. Genau, Troyders, ja. Denkt dran, Freunde, Real Life, 15.06. ist Le Mans, 24 Stunden. Also ergo in 9 Tagen, sprich nächste Woche am Wochenende. Für die, die es jetzt vielleicht ad hoc nicht auf dem Schirm haben. Thoma auf 3, Moritz Peter 4, das. Also wenn sie es richtig geschickt anstellen, dann kann da jetzt vorne keiner weghämmern. Thomas, Johann, Jan, schönen guten Abend, grüß dich. Green light, go, go, go. Als hätte der Max Florenz wieder so ein bisschen geschlafen gefühlt, ne? Neben ihm ist Philipp Thoma. Birzer probiert ganz spitz. Nein. Da gab es ein bisschen Lackaustausch hier in Richtung André Schwarz, Danny Anwand und Bastian Holte haben sich da auch ein bisschen berührt. Ah, dieser Ziehharmonika-Effekt ist teilweise echt ganz, ganz krass. Aber gut gemacht von allen Beteiligten. Haben wir in Paul Ricard auch schon deutlich, deutlich schlimmer erlebt. Schaut, dass ihr jetzt nicht die Hinterachse verliert, dass ihr dementsprechend genügend Grip habt. Und es geht das erste Mal raus auf die lange, lange Straight. Windschattenspielerei, die erste. Danny Anwand sich dann Frontschaden und hat es getäuscht. Hat getäuscht. Easy. Bitte einigt euch vor der schnellen Rechts. Sauber, sauber gemacht. Wie viel Getümmel möchten sie haben und wie viele 2-Wide, 3-Wide, 4-Wide, 12-Wide gestapelt, übereinander, uneinander, möchten sie haben im permanenten gefühlten Phänomen. Ja, wir nehmen die ganze Bandbreite. Die Jump-Kämpfe, mega geil. Richtig, richtig toll mit anzusehen. Absolut ganz, ganz großes Kino. Wir gehen's durch. Jan Drexler 1, Philipp Thoma 2, Max Florenz 3, Moritz Birzer 4, Janis Zeus 5, Jan Meyer P6, Jeff Ebert 7, Christopher Schmidt 8, Christopher Schmidt 8, Sebastian Brocke 9, Dominik Meyer P10, Alexander Rütz auf 11, Tobias Martini auf 12, Julian Krubitzer auf 13, René Brey 14, Jens Alusa 15. Remo Kipfer auf der... Genau, nebeneinander habe ich vergessen. Thomas, hast du recht. Paradox meine ich. Remo Kipfer 16, Bobby Paceman 17, Bastian Holter 18, Matthias Weggel 19, Danny Anwand 20, Patrick Schröter 21, Ricky Krebs 22, Peter Lindner 23, Dominic Cypress 31. Startposition gehabt durch die Qualisperre auf der 24 schon mit dem Rex. Gerd Binder 25, André Schwarz 26, dann Detlef Kipp P27. Der hat den Anschluss zu seinem Teamkollegen Matthias Weggel so ein bisschen verloren. Die sind ja auch nebeneinander gestartet. Michi Hirtschi 28, Ingo Schmidt 29, Markus Blumentrat 30 und Alvin Bussian auf der 31. Da gab es ein größeres Problem. Der Alvin hat das Feld erstmal
verloren, ist roundabout 10 Sekunden dahinter aktuell. Detlef Kip vorbei an André Schwarz am AMG, der den optischen Angriff, den Konter gestartet hat, aber die Nase ist vorne für den Detlef Kip. Dettel, wo willst du hin? Ja, links, Ola, stand Blondie in Rot. Ich musste da mal kurz hingucken. So, also, Detlef Kip verliert die Position gegen Michi Hirschi. Klar, wenn er natürlich 3 Kilometer links weiter außen fährt, das ist normal. Ja. Also, Detlef Kip P27, André Schwarz bleibt aber hinter ihm. Und der Ingo Schmidt hat sich im nächsten AMG deutlich dichter wieder dazugesetzt. Franz, mein Lieber, grüß dich, einen wunderschönen guten Abend. Ja, genau, ja. Hast du einigermaßen, und da ist die Heckpartie verloren. Lost die Hinterachse für André Schwarz in der letzten rechts. Vor Start und Ziel. Auf die 30 zurück. Ingo Schmidt P28. Markus Blumendrath zieht neben ihn für T1. Probiert's. Nein. Bleibt dahinter der Markus. Bastian Holter im Duett unterwegs gegen Bobby Paceman. Schön, dass du da bist, Zanster. Einigermaßen gewappnet fürs Wochenende. Oder muss man morgen nochmal eine Intensivsession machen, Zanster? Max Lorenz im Windschatten gegen Philipp Thoma. Rauf auf den Frontsplitter. Plop, plop. Achtet da bitte drauf, euer SA kann belastet werden. Nennt sich sogenannt Bump Drafting. Ist in iRacing ganz anders praktikabel. Hier leider Gottes in ACC, aber das nur so am Rande. Da gab es aber ein ganz blödes Missverständnis scheinbar rund um Bobby Paceman. Ja, außen rechts aus unserer Sicht ist Matthias Weggel. Daneben ist der Bastian Holter im Audi R8 Inside. Und jetzt Achtung, jetzt wird wahrscheinlich Matthias Weggel so ein bisschen Probleme haben. Ja, genau. Der muss zurück in Richtung der Strecke. Da ist aber jetzt der McLaren. Und dann gibt's den zusätzlichen Kontakt aus der Sicht des Bobby Paceman rechts weg in Richtung Bastian Holter. Das ist das Phänomen gerade gewesen im Bereich der schnellen Rechtsknicks. Patrick Schröter hat auch ein bisschen Kontakt gehabt. Ricky Krebs haben wir noch eine Kontaktmitteilung. Also jetzt wird's gerade scheinbar etwas forscher, die ganze Geschichte. Bobby Paceman kommt in die Box hineingefahren. Pitwindow ist noch nicht offiziell offen, heißt aber nicht, dass die Piloten natürlich da die eine oder andere Reparatur, wenn nötig, tun können. Das nächste Mal, lieber, grüß dich, guten Morgen. Florenz hat hier scheinbar ein Riesenthema, vorbeizukommen an Philipp Thoma. Wenn ihr mich fragt, der will da gar nicht vorbei, der macht schon wieder Bumpcrafting. Ja, guck mal. Wie gesagt, nee, das doch, ja, das war jetzt schon wieder. Also die Kontakt mit, das ist ganz leicht. Also richtig, richtig heftig ist es eigentlich nur dann, wenn beide Fahrer links im Tower das Ausrufezeichen in Orange hinten dran stehen haben. Muss Nex, muss. An sich fit für Samstag. Morgen wird ausgeruht, dann sind wir fit. Ah, okay, alles klar. Also die Intervention erhält frühzeitig schon den Einzug, Samstag. Die dürfen jetzt nur, ja, wobei, es ist, eigentlich ist es egal. Ich habe euch ja vorhin erzählt, Max Florenz muss primär nur Moritz Birzer so ein bisschen im Auge behalten, was dessen Positionierung betrifft. Jan Drexler kann er technisch gesehen ziehen lassen. Das ist aber auch was gerade passiert. Philipp Thoma und Max Florenz im direkten Battle. Jan Drexler kann natürlich da vorne den Marsch fortsetzen. Ne? Also der kommt weg. Roundabout 2 Sekunden mittlerweile schon aufgebaut, der Jan. Moritz Birzer auf 4 ist 1,4 zurück hinter Max Florenz. Jannis Zeus ist 2,5 Sekunden dahinter. Hat im Genick aber ganz massiv in der Präsenz. Pierre Meyer P6, Jeff Ewert 7, Christopher Schmidt von P8 unterwegs. Sebastian Brocke, Sekündchen dahinter auf der 9. Also da ist noch nicht ausruhen gedanklich angesagt. Tobias Martini auf der 12. Hinter sich Julian Krubica und René Brey.
Peter Lindner B23. Ja, aber du kannst doch noch gar nicht fahren, Snacks, oder? Echt? Okay. Patrick Schröter gegen Michi Hirschi. Ey, insane! Ein wunderschönen, grüß dich. Mann, lange nicht mehr gesehen, mein Lieber. Ach so. Okay. Ja, dann drücke ich dir mal im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich drücke dir nicht deinen Daumen, ja, aber ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg und Glück, ne? Alexander Ritz, vorbei an Dominik Meier. Ah, die Vorderachse nicht ganz so funktioniert, wie er sich erwünscht und erhofft hatte, und muss Dominik Meier wieder passieren lassen. Bleibt also wieder P10 bei Dominik Meier. Gebrei, Linie zugemacht gegen Julian Krubica. Und Matthias Weckl wieder. Warte mal, hängt das zusammen? Warte mal, kannst du 12 da? Wir gucken kurz Replay rein. Das ist Matthias Weckl neben Bastian Holter. Die sind sich erneut ins Gehege gekommen. Oh, was hat denn der M4 da zu suchen gehabt? Oh. Das war der, wo habe ich ihn? Dominic Cypress, der da im Grunde die Situation in einem Three-Wide-Vorgang aufgemacht hat. Und da gab es halt das Missverständnis, ja. Ich meine, ihr kennt die Ecke wahrscheinlich allesamt selber. Ihr wisst, dass ihr da voll mit allen möglichen Gehkräften konfrontiert werdet, im besten Falle, die ihr euch vorstellen könnt. Und wenn du natürlich dann da eh schon am Lenkrad gerissen hast, wie ein Berserker gefühlt, dann, da steht noch ein zusätzlicher im Weg, dann wirst du natürlich hast du natürlich Probleme. Nee, der Mustang ist erst nach Liga-Start bei der Hofsim Racing Snacks integriert worden, implementiert worden in ACC, sodass der Mustang nicht dabei ist. Aber ich denke, ich kann mir gut vorstellen, dass er für die nächste Season, dass er da zugelassen wird, ja. Warum sollte auch nicht zugelassen werden? Ne? Ist vollkommen legitim, der Koffer. Max Florenz ist vorbei an Philipp Thoma. Max Florenz ist auf der 2 und macht hier wertvolle Meter auf den Madcap Racing McLaren mit der Startnummer 957. Da war Schmidt auf der 7. René Breyer vorbei an Tobias Martini. Jan Krubica das angeschaut. Ich denke, der wird auch als nächstes probieren, da irgendeinen Weg vorbeizufinden am Martini Web Design Racing Ferrari. Aber auf jeden Fall ein blödes Missverständnis hier in Richtung Bastian Holter, Matthias Weckl und Dominic Cypress. Juhi! Mein kleiner arabischer Spüllappen. Nee, hab ich nicht gesagt. Wunderschönen guten Abend, Susi. Vielen, vielen Dank für den Prime Resub. Willkommen zurück im 47. Monat. Dankeschön. Kuss geht raus. Auf dir geht's gut, Mann. Also, so wie es den Anschein hat, hat der Bastian Holter da Escape genutzt. Dem ist wahrscheinlich da mal kurz die Krawatte geplatzt. Was ich aber im ersten Moment auch verstehen kann. Also alles gut. Rundenzeit läuft weiterhin nach oben. Das sieht nach Escape-Nutzung aus bei Bastian Holter. Ich glaube, das Rennen ist da beendet. Für den DB3 Motorsport Audi. Der Kollege ist noch mit von der Partie. Das ist in dem Fall der René Breyer vorbei an Dominik Meier. Ja, prädestinierte Stelle hier am Ende der langen, langen Gegengeraden. Achtung, Dominik Meier hat die Nase. Bleibt dahinter. Dominik Meier bleibt auf 12. So, wo ist der Pierre Meier? Das ist der Teamkollege von Bastian Holter. Der ist auf der 8 unterwegs im Race.
Geht so. Wir haben mal rausgeschrieben, was da rauskommt. Oh, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, Susi. Auf jeden Fall. Julian Krubica 13, Tobias Martini jetzt P14, Peter Lindner 21, Gerd Binder 22. Ach, nicht schon wieder Snacks, mach doch sowas nicht, Digga. Alles oder nix, genau. Alles oder nix, ja. Oh ja, ich komme sowieso nächste Woche ohne das Messer. Ich kann ja ein bisschen Rennen fahren jetzt am Wochenende. Hast du aber recht. Alles oder nichts. Alex Langhorst, ich grüße dich. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Morgen. Max Blumentratz hinter Patrick Schröter. On board hier bei Markus Blumentrat. Ich weiß bis heute nicht, ob ich den Namen richtig, den Nachnamen von Markus richtig ausspreche. Ne? Vielleicht spreche ich den auch viel zu weich aus, weil das klingt manchmal bei mir so ein bisschen wie Blumentrat. Ist aber nicht Blumentrat, sondern Blumentrat. Weißt du, so ein bisschen härter. Rubica vorbei an Dominik Meyer, Danny Anwand geht vorbei an Jens Anuser. Rechts seht ihr die Front des Ferrari 296. Oh, Panzer GT Racing. Wieso macht der denn die Tür da nicht zu? Etzer. Schön gemacht. Gegen Jens Anuser. Ricky Krebs hat sich das angeschaut. Auch er etwas dichter rangezogen worden an die beiden. Ja, Florenz ist weg. Max Florenz ist weg von Philipp Thoma. Auf geht's, Christopher, komm! Zwei Zehntelchen hinter Jannis Zeus, hinter P6. Schöne Duelle. Von Ricard ist ja normalerweise eine Strecke. Okay, Bastian Holter ist runter vom Server. Ja, wie gesagt, ist verständlich. Alles gut. Ist ja normalerweise eine Strecke, wo doch stellenweise sich das Feld doch relativ zeitig auseinanderzieht, aber hier am heutigen Abend bis dato nicht der Fall. Bei Hovesim Racing in der Serie A. Jetzt gewinnen alle, genau. Ja, du warst der Initiator, Snacks, dass der Bot jetzt gesagt hat, so, pass auf, der mit dem kürzesten Namen so ungefähr, der kriegt jetzt gedanklich auf die Fresse und alle anderen lasse ich jetzt hier winnen. Weißt du, wie ich meine? Ist normal. Schönes Ding. Christopher Schmidt ist auf P6 vorbeigekommen an Jannis Zeus. Moritz Birzer rangeheftet an seinen Werkskollegen, an Philipp Thoma, an P3. Patrick Schröder vorbei an Michi Ricci. Wechsel um P23. Oh, das ging nicht ganz ohne Call. Ohne Kontakt. Und der zweite Kontakt war jetzt auf jeden Fall nicht Absicht gewesen. Der hat auch relativ heftig ausgesehen. Ich glaube, der hat auch wehgetan so ein bisschen. Hoffe, den beiden geht's da gut. Da so ein bisschen wie ein Gegenpendler an, wie der Ansatz des Gegenpendlers aus, weil die sind doch sehr hart zusammengekracht. Hey, Bruce, mein Lieber, grüße dich. Einen wunderschönen guten Abend. Immer auf die Kleinen, ja, genau, spricht der knapp 2 Meter große Kerl, weiß ich nicht mehr, immer auf die Kleinen, ja, nee, ist klar, ja. Nee, Ingo, der Snacks ist nicht klein. Der ist nicht klein. Also wenn der noch 10 Zentimeter größer wäre, dann hättest du ihn umtaufen müssen in Hightower oder so ein Bums.
Dev, sowas kannst du doch nicht schreiben, Digga. Hör auf. Okay, du hast laut gedacht. Nee, ich wollte dir wenigstens ein bisschen Handlungsspielraum lassen, Snacks. Ja, genau, war laut denken, ja. Oh, ja, Dominik Cypress, der hat Bock, der macht Ruck. Auf der 15 unterwegs, wie gesagt, von P31 aus gestartet. Gegen Tobias Martini. Sich jetzt durchsetzend. Zumindest ist der Wille da. Und der Versuch war dort zu sehen. Tobias Martini behält aber die Oberhand. Bleibt vor Dominik Cypress. Ricky Krebs im Windschatten hinter Jens Alousar, der Zweikampf um P18. Ja, Bobby Paceman hat einen Repair-Stop gemacht von 73,8 Sekunden reine Standzeit. Also der hat richtig Zeit verloren. Bobby Paceman auch dementsprechend auf P30, auf die letzte Position zurückgefallen. Der Cypress. Dann Ricky Krebs. Wer attackiert da jetzt als erstes? André Schwarz ist auch im Duett unterwegs gegen Ingo Schmidt oder hinter Ingo Schmidt. Also entweder hat der Jan Drexler mal einen kleinen Schnitzer drin gehabt oder er merkt seine Räder, dass die eventuell schon nachlassen. Vielleicht ein bisschen zu hart rangenommen, die Reifen. Max Florenz kommt auf jeden Fall dichter ran. Aber so wie generell die Kenz ranfahren, vorbeifahren, zwei Paar Schuhe. Und eine Einladung kriegst du hier bei keinem der Fahrer. Jetzt Dominik Cypress vorbei an Tobias Martini. Hey, Ingo Schmidt überholt worden von da vorne. Seht ihr den AMG, pilotiert von André Schwarz. Ingo Schmidt P25 jetzt in Alvin Busjan. Kommt daran an den Michi Hirtschi, an den Österreicher. Auf Mo, Attacke. Die Kuschen, die Schnüss. In Hochdeutsch heißt das Mundwerk. ...56,9 von Gerd Binder im letzten Umlauf, 56,2 von Markus Blumenthal. Da sollte doch eigentlich was gehen. Cypress ist am Namensvetter dran, an Dominik Meyer am P13. Sehr flott. Hey, Paradox, jawohl. Was da teilweise die Brocken fliegen von in Form von irgendwelchen Begrenzungsmaterialien seitens der Strecke. Unglaublich. Spielerisch. Cypress P13. Also wenn der so weitermacht, sehe ich den auf jeden Fall in der Top 10. Vielleicht sogar in der Top 5. Pace ist gut. Wert die Pace, die da im Bereich der Top 10 ohne Probleme gefahren wird.
ist ungefähr eine halbe, sagen wir mal 6, maximal 7 Zehntel langsamer wie oben vorne an der Spitze, beziehungsweise auf P2 Max Florenz. Ich habe da zum Glück keinen Einfluss drauf, Paradox. Weißt du, wie ich meine? Genug, mein Lieber. Tu dir keinen Zwang an. Aber Freunde, jetzt so eine halbe Wutz auf Tunus, das wär's. Das wär's. Wieso hast du keinen Methylboost? Achso, du hast oben verdoddelt. Also hier hat Tobias Martini jetzt deutliche wertvolle Meter gemacht gegen Emo Kipfer. Da gibt es den Swap. Danny Brey vorbei an Alexander Rütz. Wechsel um PC. Wieder sind 3 Zehntelchen weg. Max Florenz 1,5 Sekunden hinterm Leader, hinter Jan Drexler. Der Lindenheim P21. Ich freue mich hier in Sanusa. Also Gerd Binder und Markus Blumentrat passen sich gegenseitig ihre Pace an. Ups, jetzt geht er vorbei. Gerd, was machst du denn? Der hat ihn doch vorbeigewunken, oder? Soweit wie der da außenrum vorne ist. Gerd Binder also P23, Markus Blumentrat übernimmt die 22. Okay, willkommen zurück, mein Lieber. Wunderschönen guten Abend. Ich wollte Snacks nicht alleine lassen, aber er ist ja knuffig, ey. Hast du recht, Bruce. Hast du recht. Guck mal, nix bleibt dran am René. Von an der Spitze fährt man 54,0. Philipp Thoma 3, 54,6, 55,0 P4 für Moritz Birzer. Und das muss scheiß wieder voll rein, ey. Nehmt euch ein Zimmer. Du bist der Geilste, Mirko. Richtig cool, Mann. Jeff Evers auf der 5. Ey, Moritz, der denkt, 18 langsamer wie eigentlich seine Pace. Und natürlich sind das genau die Momente, worauf die Konkurrenz wartet. Ein Jeff Ewerts, ein Christopher Schmidt. Weil jetzt sind sie wieder direkt in Schlagweite. Ubla, Entschuldigung. Luku, einen wunderschönen guten Abend, Dankeschön. Ja, ich habe hier eine Boosterdose gerade geöffnet. Nur beim ersten Mal bin ich da, ne? Ein bisschen abgerutscht am Öffner. Ne, das war keine Cola. Hey, Schwarz, 21, Gerd Binder auf die 24 zurückgefallen, Ingo Schmidt P25. Mit der Möglichkeit, da gleich an Gerd Binder vorbeigehen zu können, zu wollen, zu müssen. Muss ja mein Mate 474 anfordern. Das ist Moritz Birzer hier im Bild auf der 4. Ja, definitiv. So wie Kaffeesnacks. Keinerlei Beeinträchtigung mehr. Alexander Fly, ich grüße dich. Ein wunderschön. Bisschen abgerutscht beim Öffner, sagte mein Proktologe auch. Genau richtig, ja. Ja. Köstlich.
Joko, vielen, vielen Dank für den Prime Sub. Willkommen zurück im dritten. Dankeschön. Kuss geht raus. Christopher Schmidt ging vorbei an Jeff Ewarts. Ende der Gegenran. Alex, wie geht's dir? Bist du munter? Zum Glück hat ACC kein Nebel. Nee, da sagst du was. Da sagst du was, ey. Alex, da sagst du was. Fühl ich. Wieder fit nach einer Woche im Bett. Oh. Hast du richtig schön fett Männergrippe gehabt, Loki? War das nicht schön sowas? Danny Anwand vorbei am Teamkollegen, an Remo Kipfer. Boah. Relativ einfaches Thema, ne? Teamintern. Im besten Fall ist man da auch irgendwo im Background so ein bisschen am Kommunizieren miteinander. Ja? Okay. Was machst du? Was Böses? Das ist nix. Zunächst mal lieber, vielen, vielen Dank für den Fuffi, Digga. Vielen, vielen lieben Dank. Bus geht raus. Dankeschön. Was Böses. Der Geld rüber und sagt, es ist was Böses. Los, Snacks. Mach weiter. Du sorgst mir richtig dreckig. Los. Gib mir Tieren ab. Nee, mach nicht. Keine Tieren ab. Dankeschön nochmal. Fuffi in den Club, genau. Christopher Schmidt auf 4, Moritz Birzer auf 5, Jeff Ewarts direkt dahinter auf P6. Der Dreikampf ist weiter im Gange. Pierre Meyer direkt hinter Jannis Zeus hinter P7. Auch da haben wir absolute maßgebliche Innenspiegel-Betrachtungsmomente. Unsere kleine Honigbiene, ja genau, richtig. Ja, ja, ja. Alter, auf jetzt, du kannst doch nicht nochmal einen Fuffi machen! Snacks, vielen Dank für den nächsten Fuffi, Mann. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, in den Cup ist auch nicht schlecht, Alex, ja? Los. Paradox, vielen Dank für die 5er Subgift-Bombe, mein Lieber. An Chris Racing, an Thomas Wie, das ist Thomas Wie Schnauzki, Freunde, den wir aus Race Room aus der Rio Racing kennen. ACC Hayabusa, der Chris hat also auch einen abbekommen hier. An Gifted Sub, H. Klein und Doms Niels, genau. Vielen, vielen Dank, Thomas. Also Paradox. Ihr dürft diese Snacks und diese anderen kaputten in dem positiven Sinne wie Paradox und wie sie alle heißen, Susi, weiß der Geier wie, ja, ihr dürft die nicht anpieksen, das geht nicht. Snacks, vielen Dank für die 10er Subgift-Bombe. Katastrophe, ey. Dankeschön. Thomas Jans, hast du erwischt? Ray-I-N-A-I? Irgendwie sowas. Raya Nami, genau, Michael Pier... Oh, den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen, den Michael. Michael Pierschein, Aves hast du erwischt, Chili, Fast Five, Lamutzen, Elim Garak, The First, Erbiakri, CDG. Vielen, vielen Dank. Paradox, die nächste 5 was abgefunden. Dankeschön. An Dude, an Habertrack, an Sumo Racer, an U Frank, DB3 Motorsport und an Matrich. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, siehst du, so schnell kann man ein Live Train Level 5 ansteuern, oder gedanklich? Musste gleich ziehen. Ich frag jetzt einfach nicht, wo ihr hin wollt, weil so wie es den Anschein hat, wollt ihr jetzt einfach mal richtig eskalieren wieder, ne? Meine Fresse. Smots, vielen, vielen Dank für die 5er Subgift-Bombe, beziehungsweise das ist eine 10er Subgift-Bombe, aber die ist geteilt. Tosinado, ST Venio, an den Micha, an Tobi Montana, an 2L Racing, das ist unser Lars, an Xanster, an... Was? An Xanster? Was ist da nicht richtig? An Alex Langhorst, an Webcruz, an Samu Gaming und an Tonsul. Dankeschön, mein Lieber. Dominic Cypress auf der 12, der geht steil in Richtung der Top 10, Freunde. Julian Krubica ist dahinter. Keine Möglichkeit, die Pace zu halten, den Dominic Cypress hinter sich zu halten. Der ist einfach zu flott, ey, leck um mir. Aber nochmal ganz klar, der ist trotz der, oder beziehungsweise aufgrund der Quali-Sperre von...
Dominik! Dominik! Dominik Assmann, wunderschönen guten Abend. Vielen, vielen Dank für deine 10er Subgift von bei den Christian an Ready to Play, an Metorius, an Luke Jerb, an SKR Markus, an Zulion, an Wolan Reuter, Martin Reuter, 68TA, wie auch immer, und Jorinaga. Dominik, wunderschönen guten Abend, vielen, vielen Dank. Pünktlich ey, zum Hype Train kommt der Dominik da um die Ecke und haut erstmal voll rein hier. Dankeschön, wie geht's dir, mein Lieber? Eskalation par excellence, ja. René Brey auf der 10, klebt hinter Sebastian Brocke. Auch der Sebastian ist richtig, richtig nice unterwegs hier in Paul Ricard. 56 Minuten haben wir noch zu gehen, ergo 34 Minuten haben die Teilnehmer schon hinter sich gebracht und überstanden im Finale. Sehr geil. Warst du letzte Woche am Ring gewesen, beziehungsweise hast du es gesehen, Dominik? 24 Stunden Nordschleife. Also ich glaube, für die Hardcore eingefleischt, mindestens gucken, ne? Stream, Internet, beziehungsweise TV, Fernseh etc. Ist ja, glaube ich, ein Muss, ne? Matthias Weckl auf B18 hat Ricky Krebs im Genick kleben. Ja, von der Renndistanz her definitiv bin ich bei dir, war nicht wirklich toll, keine Frage. Michael, ey, einen wunderschönen guten Abend. Was ist mit mir? Benny, du hast lange nichts mehr von mir gehört. Ja, ist richtig, richtig, genau. Das habe ich eben gerade gesagt. In Kombination dessen, dass du da einfach mal voll den Subgift bekommen hast und dein Name da zu lesen war. Aber es wird sich ändern. Alles gut, alles gut. Real Life, Family, Gesundheit etc. Weißt du, wie es ist, Michael? Geht alles vor. Ganz tiefenentspannt. Und gedanklich werde ich ganz, ganz viele von euch nicht vergessen. Alles easy. Ich fahre Paul Ricard. Was für ein Glück. Ich fahre noch ein Stück. Das ist ein Reim. Aber ansonsten geht's dir gut, Dominik. Bist du munter? Ja. Warum kann der Jeff Ewert den Moritz Birzer abhauen? Haben die Räder schon so weit abgebaut von Moritz Birzer, dass er echt hier ein bisschen Trouble hat? Es wäre denkbar für den Projektiv-Seetaucher-Piloten. Markus, grüß dich, morgen. René Brey vorbei an Sebastian Brocke. Hat funktioniert, Ende der Straits. Zwölfer Subgift-Bombe? Dominik, was hast du jetzt voll gemacht? Dominik, vielen, vielen Dank für die 12er Subgift-Bombe an Marcel, an Taper, an Katsumi, an Tukister, an SX Herb, an Benny, also Benjamin, an Jim Kopf, an Kazum, an Insane. Guck mal, Insane hat sogar auch ein Gift-Sub abgekriegt. Geil. DJ Ur, Oggi, Bär und Dario. Vielen, vielen Dank. Ach, du hast den Level 8 voll gemacht. Ah, okay, okay, okay. Ja, es gibt ja manchmal so Phänomene, dass ihr da in den Listen irgendwelche Geschichten voll macht. Dankeschön, mein Lieber. Dankeschön. Stream tut mal ganz gut. Seit April nur Ärger. Vater hat noch Lehrer. Hatte noch Lehrer. Kasum 9, vielen Dank für den Follow. Grüß dich. Hatte noch Lehrer. Ära, kleine Schlaganfälle und das Corona ist ja besser. Oh nee, was ist denn das für eine Kombination, Alex? Boah, das ist ja ganz übel. Oh Moritz, jetzt musst du aufpassen, jetzt musst du aufpassen. Zeus ist direkt hinten dran, der saugt wie blöd. Genauso wie Pierre Meyer auf der 8. Windschatten. Trio par excellence. Moritz bleibt auf der Innenseite, versucht er abzudecken, die Linie. Position zu halten, funktioniert, funktioniert. Dominik Cypress, aber auch Alexander Rütz, beide vorbei an Sebastian Brocke. Nee, Brocke kann kontern, zumindest gegen Alexander Rütz. Bleibt also im Sandwich. Julian Krubica, fast hat er da die Flaps erwischt. Julian Krubica folgt seinem Teamkollegen hier, dem Alexander Rütz. Enge, enge Geschichten, meine Herren. Aber genau geil, absolut toll gemacht hier von den Fahrern, von den Piloten. Wir kennen es von Paul Ricard normalerweise anders.
geht mir ab wie ein Bach ins Gesicht, muss ich ganz klar sagen. Gefällt mir richtig gut, was die Jungs hier und Mädels zeigen. Für Hovers im Racing Serie A. Detlef KP 24, Patrick Schröter 25, Michi Hirschi 26, Bobby Paceman, gelbe Flaggen, Boxenausfahrt für Bobby Paceman. Weiter Besuch, Pflichtprogramm abgesessen, da vorne hat's geknallt. Beziehungsweise gab's den Contact, das ist Jannis Zeus und Pierre Meyer. Was war das für ein Rejoin, ey? Ich hab jetzt dummerweise draufgedrückt und hab die Kamera geswappt. Ich hoffe, das hat funktioniert. Pierre Meyer, wir gehen ganz kurz gucken. Accident. Start Nummer 40, das passt. Das müsste das hier sein. Da gucken wir nochmal. Ja, genau. Das ist Pierre Meyer im Audi R8 hinter dem Jannis Zeus. Und der Jannis versucht hier zu kontern. Klassiker. Der kommt jetzt gar nicht weit genug rum. Oh nein. Nein. Gefühlt war man sich über die Ausmaße des Fahrzeuges nicht wirklich im Klaren und dann trifft man da hinten rechts in Reifen das Rad des Kollegen Jannis Zeus. Jannis Zeus ist zurückgefallen, somit auf die 16. Position. Letzte Rundenzeit war gemessen eine 2 Minuten 14, noch ein paar kaputte. Das ist schon eine heftige Platsche in Anführungszeichen für Jannis Zeus. Roxo, ey, grüß dich, einen wunderschönen. Ich habe keine Ahnung, was du gerade verpasst hast, Devs, aber es war auf jeden Fall absolut Hype-Eskalation. Mit der finalen Frage schaffen wir Level 10? Fragezeichen. Cypress ist in der Top 10. Ja, der hat natürlich auch durch die Situation rund um Jannis Zeus gerade profitiert von, aber es ist richtig, da ist er im Bild. Dominic Cypress ist von P31 gestartet. Mittlerweile, kurz vor Erreichen der Halbzeit von Renndistanz, ist er auf der 9 unterwegs. Du meinst den Dominik, Dennis? Ich merk's. Was denkst du, Digga? Mein schlechtes Gewissen wird immer größer. Snacks, vielen Dank für 15 Gifte Subs an Gokarion, Tilos MC, das ist unser Björn, an Bad Buster, an Stroke, an Mikkel, der kleine Java. Ja. Der große Judas ist der große Bruder. An Eggel, an Hammerfall King, an Seftel, an Erkan Aslan, an Molde, an Sederene auch erwischt, sehr geil. An Akadava, Sorimat, an Roxo und an Part of the 80s. Vielen lieben Dank, mein Lieber. Du bist die ganze Zeit da nur im Raid. Ach so, ja, ist nicht schlimm. Grüß mal deine Raid-Member-Devs. Unbekannterweise. So, Jannis Zeus ist an der Box. Muss da wahrscheinlich mal kurz gedanklich ein bisschen Cooldown betreiben. Ist aber auch okay. Box ist noch geöffnet. Circa knapp 13 Minuten. Scratchy, mein Lieber. Grüß dich. Ein wunderschön. Freunde, vielen Dank. Ihr seid spitze. Absolut. Kuss geht raus. Level 10 Hype Train noch am Laufen. Tolles Gefühl. Bin da auch beim Boxenstopp drin. Patrick Schröter. Gegen Detlef Kepp, gegen den Hovesim Racing Porsche. Die sind beide im gleichen Team unterwegs. Der eine fährt Fefe, der andere Porsche. Alles okay, alles legitim. Die sitzen auch zusammen im Voice. Also die können auch miteinander sabbeln, wenn sie wollen würden. Ich glaube nicht, dass da, genau, kein größeres Problem auftreten wird. Das ist auch nicht der Fall gewesen. Patrick Schröter geht vorbei, übernimmt P23. Rüber zu Markus Blum mit Rad hinter André Schwarz. Triple 8. Oh, der 696. René Brey ist auch drin beim Boxenstopp, genauso wie Alexander Rötz. Gehen wir nach vorne zu Moritz Birzer. Und ich habe einen Piloten verloren. Ich habe einen Piloten verloren. Der Gerd Binder ist mir abhanden gekommen. Gerd Binder ist nicht mehr dabei. Nee, Gerd Binder hat das Thema beendet. Schade. Ich muss ja ganz kurz mal die Jacke ausziehen, Alter. Schon wieder brutal warm hier in der Hütte hier. Katastrophe.
Moritz Blitzer, der hat ordentlich zu fighten hier. Eieiei. Jim Kopf, einen wunderschönen guten Abend. Grüße dich. Zu weit durch die Ecke durch. Bester Ausgang für Sebastian Brocke. Müssen vom Prinzip her nicht gegeneinander fighten, auf Teufel komm raus. Sebastian Brocke ist der Platinfahrer. Julian Krubica, der Goldfahrer. Unterschiedliche Startnummerntafeln. Daher ganz klar die Erkennung. Christopher Schmidt geht in die Box hinein. Übernimmt somit P4 der Jeff Ewerts. Patrick Schlüter. Wobei an Detlef Keep. Auch das sind die beiden Teammates aus dem Hove Sim Racing Kader direkt. Engelchen, ich grüße dich. Wunderschönen guten Abend. Guten Morgen. Alles lost. Spritbox. Genau, Scratch. Also Detlef Keep P21. Habertrack, grüß dich. Ja, jetzt haben wir ein bisschen mehr Traffic in der Boxengasse. Moritz Birzer ist drin, Tobias Martini, Remo Kipfer, Peter Lindner, Christopher Schmidt und Danny Anwand. Jens Anusa, also P11. André Schwarz übernimmt die 12. Sebastian Brocke ist noch vor Julian Krubica. Letzter Durchgang ist Julian ein Ticken schneller gewesen wie vor ihm der Sebastian. Umsetzen muss er es trotzdem. Aber Schmidt kommt zurück. P15 jetzt. Ich glaube, das muss ich rausschneiden. Das habt ihr nicht gehört gerade. P14 wollte ich erst sagen und P15 ist final bei rausgekommen. Freunde, vielen, vielen lieben Dank. Das ist der Level 9. Nee, der Level 10 Hype Train gewesen. Vielen, vielen lieben Dank. Puss geht raus. Absolut geil. Dankeschön. Christopher Schmidt also 15. P16 für Moritz Birzer. René Breyer P17. Alexander Rötz auf 18. Michi Hirtschi auf der 19. Tobias Martini P20. Danny Anwand 21. Alle Boxenstopp bereinigt, bis auf Michi Hirtschi mit P19. Janis Zeus 22. Ricky Krebs 23. Remo Kipfer auf der 24. Peter Lindner 25. Detlef Keep ist drin. Markus Blumendrath bleibt draußen. Geht also vorbei an Detlef Keep und Patrick Schröter. Somit P26. Bobby Paceman P29, auch er. Ne, der ist jetzt erst in der gleichen Runde. Bleibt auf der 29 der Bobby und bleibt hier auch in weiser Voraussicht hinter Detlef Keep, der da kurz vorher aus der Boxenausgangsgasse rauskam. Dominik Meyer, P4. Pierre Meyer ist drin. Dominik Cypress, Sebastian Brocke, Julian Krubica und Jeff Ewerts. Wo ist denn bitte schön der zweite DOD Racing Lambo? Julian Krubica ist hier. Wo ist der Teamkollege? Ingo Schmidt, P13. Ich seh den Teamkollegen gerade nicht. Wo ist der zweite DOD Racing Lambo? Alexander Rütz, da ist er. P18. Was hast du? Du hast einen Zahn, der dir wehtut? Achso, und der kommt nächste Woche Montag, kommt der raus. Okay. Ja, toi, 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 Ingo. Ewerts. Boxenlinie beachten. Ja, klar, dass da ein Christopher Schmidt mit Geschwindigkeitsüberschuss noch vorbeiziehen kann. Das ist okay. Christopher Schmidt P7. Ewerts auf der 8 einsortiert. Pierre Meyer auf der 9. Moritz Birzer auf der 10. Radsatzwechsel ist auf jeden Fall besser, die Wahl hier in Paul Ricard. Die verbrennen das schwarze Gold. Warte mal so ganz easy. Jan Drexler immer noch auf der 1. Unglaublich. Max Lorenz geht rein. Also der Undercut-Versuch gegen Jan Drexler, Fragezeichen, für den Venari Racing Pilot. Philipp Thoma kommt auch reingefahren in die Box. Dominik Meyer auf der 4. Hat noch ein paar Meter. Bis in Richtung Start und Ziel. Kabi, wunderschönen guten Abend, grüß dich. Cypress hängt dran an René Brey. Rein in den Koffer zum Dominik. Auch Philipp Thomas drin beim Pitstop. Ich weiß gar nicht, was momentan der
Counter sagt. What? Dankeschön. Cypress geht vorbei. Ende der langen Straight. Windschatten sei Dank. Dominik Cypress, P11. André Schwarz auf der 5 kurz gewesen. Kommt jetzt hier auch rein, abgebogen rein in die Pitlane. Ingo Schmidt bleibt draußen. 6 Minuten noch, Freunde. 6 Minuten, dann schließt die Boxengasse. Bis dato also noch ein Momentchen Zeit. Tobias Martini auf Abwägen unterwegs. Tobias Martini im Ferrari verliert den Koffer. Ohne Kontakt. Schau mal hier. Sieht aus wie Traktionskontrolle off. Und dann ging es mal kurz links rüber in die Richtung, wo er eigentlich gar nicht hin wollte, für Tobias Martini. Weltuntergang habe ich mir die letzten Tage nicht schon genug. Bei mir habe ich die letzten Tage nicht schon genug Wasser gehabt. Ja, glaube ich dir, Selfie, glaube ich dir, ja. Auf geht's, Janis, komm. Jan Drexler ist drin. In der Boxengasse Dominik Meyer, der wird, glaube ich, folgen. Ah, wobei. Eine Runde kann er noch draußen bleiben. Habe ich überhaupt keine Bauchschmerzen. Würde zeitlich noch passen. Würde nur noch 2 Runden gehen. Aber dann wird es so ein bisschen haarig. Mit der Boxenlinie haben wir es nicht gesehen. Vollkommen egal. Ich glaube, die Ausgangslinie ist wichtig. Hier bei Hofes im Racing. So, und jetzt muss der Max Florenz wirklich Attacke machen. Jetzt muss er richtig fliegen lassen. Reicht nicht. Es reicht nicht. Er kommt nicht vorbei. Der Max Florenz an Jan Drexler. Vorm Boxenstopp war er auch ein Ticken, wirklich nicht viel, ein Ticken, vielleicht eine halbe Sekunde dichter dran gewesen. Dominik Meyer auf der 3. Position, Philipp Thoma ist schneller, zieht innen rein für T1 die Schikane. Hier in Paul Ricard und übernimmt wieder P3, Philipp Thoma also auf der 3, Dominik Meyer P4, Christopher Schmidt dahinter auf 5. Das Feld, die sind noch unglaublich dicht zusammen, wir sind auf einer sehr, sehr langen Strecke. Einige von euch sind der Meinung, ja, die lange Gegengerade, da kannst du gefühlt alles Mögliche machen. Kaffee trinken, führen, bis hin zu Campingstühl aufbauen, whatever. Die sind immer noch, ihr seht die Gaps hinten links, oder beziehungsweise hinter den Namen links im Tower stehen, die sind immer noch im Sekundenfenster zueinander unterwegs. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Ingo Schmidt ist drin jetzt. Da haben wir den AMG mit der Startnummer 17 im Bild. Müsste der letzte Fahrer sein, der dann auch gleich sogenannten Boxenstopp bereinigt unterwegs ist. Da kann man Essen kochen auf der langen Geraden. Ja, genau. Ja. Wo habe ich mir den Kaffee? Auf welcher Strecke war das, wo ich mir den Kaffee vorbeigekippt habe? Ich glaube, das war Spa, ne? Das war nicht Paul Ricard, das war Spa-Francorchamps, wenn ich es richtig im Kopf habe. Was sind denn Billigregale, Ingo? War Spa, gell? Ja, genau, ja. Auf geht's, Christopher, komm. Hier Zehntelchen hinter Dominik Meyer. Die beiden M4s zusammen vor Jeff Ewerts. Das ist der 3. BMW M4 im Bunde. Philipp Thoma fährt den McLaren. Max Florenz den Aston Martin. Das klingt so bescheuert, ich kann mir nicht helfen. Und auf der 1 immer noch der M4 pilotiert von Jan Drexler. Ja, jetzt ist Max Florenz aber wieder ein bisschen dichter rangekommen. Ist aber auch gerade die Outlap gewesen. Die erste Runde nach dem Boxenaufenthalt von Jan Drexler. Das heißt, ich habe da keine Referenz, vergleichbare Rundenzeit. Stimmt, im Benz war es gewesen, ja. Aber das sind ja eigentlich nur 20 Sekunden Engelchen auf der Döttinger Höhe, ne? Auf der Nordschleife. In Le Mans? Nee. Es war definitiv ACC Snacks. Ich bin mir auch zu 99% sicher, dass es der AMG war. Ich weiß jetzt nur nicht mehr aus dem Kopf, ob es jetzt... aber ich glaube, es war Spa.
Ich glaube, es war die Camel Straight hoch. Ich glaube, es war Spa, ja. Also man kann sich zumindest auf jeden Fall in aller Ruhe einen Schlachtplan machen, wenn irgendwann bevorstehen sein sollte, dass der Hydrant gedanklich abreißt, wie du dementsprechend da den Toilettengang planst. Was können die Zeiten von Cypress und wie von Meier? Von welchem Meier, Dennis? Wir haben ja ein bisschen mehr. Meinst du hier den Pierre Meier? Oder meinst du Dominik Meier? Mit jetzt vorbei, der Christopher am Dominik Meier? Schreib mal mit einem Punkt, bitte. Ich kann dir nicht sagen, warum das geblockt wird hier on Twitch. Dominik Meier und Dominik Cypress, meinst du? Okay, Dominik Meier ist schnellste Runde gefahren, Personal Best 54.975. Bei Dominik Cypress war es eine 54.110. Also nach dem Komma klassisch, ne, der Notruf gewählt. Und beim Pierre Meier war es eine 54.877. Der ist im letzten Umlauf eine 54.5 gefahren, der Pierre Meier. Citro, mein Lieber, grüß dich, wunderschönen guten Abend. Ey, du hast voll die Eskalation verpasst, mein Lieber. Citro. Aber so richtig. Ach stimmt, den Dominik Meier schreibt man mit AI. Das sehe ich jetzt erst. Also dann wolltest du den Vergleich zu Pierre Meier haben. Ja, habe ich dir gesagt. Also 54 Meter. Jetzt eben gerade ist er die schnellste Rennrunde gefahren, der Pierre Meier. 54, die siehst du unten rechts, 54, 5, 2, 7. Bei Dominik Cypress ist es gerade gewesen eine 54.120. Das heißt, er war 10.000stel langsamer wie Personal Best. Also, Boxengasse ist geschlossen. Alle sind einmal in der Box gewesen. Mindestens einmal haben ihr Pflichtprogramm abgesessen. Wir gehen steil in die letzten 35 Minuten hinein. Peter Lindner hinter Ricky Krebs, die beiden Pfeffers. Verfolgen sich da gegenseitig. Jeff Ewerts zieht an den Dominik Meier auf der Geraden. Ich glaube, da geht was. Da könnte was gehen in Richtung Dominik Meier. Ja, genau, Husky. Dankeschön. Ja, das ist der Clip. Ja, das ist definitiv Camel Straight hoch. In Spa. Einwandfrei, sauber die Haare geschnitten, sagt er. Jeff Ewerts über dem T5. Moritz Birzer auf der 7, Dominik Cypress 8, Pierre Meier auf 9. Also der Moritz Birzer ist gefühlt permanent im Dreikampf unterwegs, oder? Wie schnell war die FL? Hier, siehst du oben in der Mitte eingeblendet. Neue Fast Snap gefahren von P2, dem Max Florenz, 53.507. Das ist schnellste Rennrunde overall. Peter Lindner P18. In der vorbei und Ricky Krebs. Oh, der Alvin hat eine Durchfahrtsstrafe absetzen müssen. Scheiße. Hat der nicht gemacht. Oh, André Schwarz auf Abwägen. Ja, das ging nicht gut aus für den AMG mit der 888 als Startnummer. Der hat da so ein bisschen den Koffer gedanklich verloren. Nee. Qualizeit haben wir gehabt, 52.7, Ingo. Und letzte Rennrunde 53.5. Also ganz dezente 8 Zehntel waren wir nochmal ein bisschen schneller gewesen im Quali. Ist natürlich auch normal, ne? Abgetankt, leicht, perfekt, freie Runde im besten Falle. Vielleicht so ein bisschen Windschatten noch mit reingezirkelt. Und dann ist es natürlich nicht zu vergleichen mit der Rennsituation. Cypress, auf Dominik, komm. Raus aus dem Windschatten, probier's gegen Moritz Birzer. Projektivseetaucher taucht tief auf der linken Seite. Taucht er ab, taucht er nicht ab. Probiert er, lässt er stehen. Hat er die dickeren... hat er nicht. Okay, also Dominik Cypress übernimmt die 7. Position. Was habe ich euch vorhin noch gesagt zu relativ früher Rennbeginnzeit? Der Dominik Cypress, der ist sowas von banklastig heute hier unterwegs in Paul Ricard. Ich traue ihm zu, dass er die Top 5 erreicht. Es fehlt nicht mehr viel. Wir haben jetzt roundabout 5 Sekunden bis hin zu P6, bis zum Dominik Meier, der Namensvetter. Davor ist 1,8 Sekunden P5, der Jeff Ewerts unterwegs. Es wäre technisch gesehen möglich für Dominik Cypress.
Wenn er es schafft, Chapeau, Hut ab. Board, ein paar Meter mit am Fahren in Audi 8 von DB3 Motorsports, pilotiert durch Pierre Meyer. Was wird das denn? Scalien, grüß dich, einen wunderschönen Abend. Cyprus hatte eine Quali-Sperre, genau, das war die 187 als Startnummer. Die hatte eine Quali-Sperre, der durfte nicht rausfahren, der Dominik. Hat er auch nicht gemacht, alles gut, vollkommen okay. Ist deshalb auch von P31 aus gestartet. Janse! Hey, guten Morgen! Grüß dich! Schön, dich zu lesen. Ich glaube, der Pascal Alex ist leider nicht mehr da, oder? Ist Pascal noch da? Ich glaube, der wär vorhin voll mit rein eingestiegen in die Nummer, ey. Nee, Pascal leider nicht mehr da. Schade. Ist nicht schlimm. Alles gut. Schafft der Lambo? Betriebsgeheimnis. Ja, wir können ja mal nachgucken, ist ja nichts Problem, ne? Ich hab's ja in der Darstellung unten rechts eingeblendet, man sieht's ja. Boah, Florenz ist dran, der Max. Fährt die nächste neue schnellste Rennrunde. 53,292. Aber schaut mal hier bitte, wir haben fast 20 Sekunden Delta zwischen P2 und P3. Das ist auch mal ein kleines Wort. Christopher Schmidt auf der 4, Jeff Ewerts 5. Immer noch auf der 1 in seiner Klasse. Dominik Meyer P2, Dominik Cyprus P3. Am 7. Der ist schneller wie die Vorderleute. Der ist schneller. Primär gilt es aber erstmal, die Lücke zu schließen. Noch roundabout 4 Sekunden verbleibend. Ja, da wird er vom Kollegen außen rumgeschickt. Entschuldigung. Da möchte man aus Sicht des Jan Drexler nicht die Innenlinie freigeben. Also gedanklich mal ganz kurz auf dem Schoß bei Jan Drexler gesessen in der Onboard. So wie die Kamera reingeswappt ist in den M4 seitlich. Ich glaube, die Definition einer Maschine, Chris, ist leicht untertrieben bei Max Florenz seiner Performance. Ja, aber ich bin bei dir, definitiv. Unbeschreiblich. Also allein, was der letzte Saison schon gerissen hat. Und gezeigt hat der Max und jetzt auch wieder diese Saison bestätigt hat, das ist schon eine kleine Welt für sich. Ja, vor allen Dingen gab es auch die ein oder andere Situation. Auch das haben wir stellenweise im Interview gehört. Gelbe Flagge für Peter Lindner. Da ist der Abflug gewesen, mal kurz vom Kollegen. Ja, da sehen wir es. Klassiker. Verliert so ein bisschen notwendige Haftung für diesen schnellen Rechtsknick. Und verliert dementsprechend noch 2 Positionen. Gegen Matthias Weggel, der ist auf 17 jetzt gelistet. Und Ricky Krebs P18. Peter kann auf der 19 weiterfahren. Wir haben ja die Situation mit Max Florenz das ein oder andere Interview gehabt und da hat er auch dann ganz gerne mal verlauten lassen von wegen, ja Vladi, ich habe eigentlich gar nicht viel Zeit gehabt, ich konnte gar nicht wirklich viel trainieren, Setup ist nicht ganz so toll gewesen, Essen liegt nicht ganz so gut auf der Strecke oder so und trotzdem hat er so eine doch eindrucksvolle Performance umsetzen können und also verdient den Titel eingefahren.
Grunde, er muss jetzt noch knapp 27 Minuten durchhalten, ob er jetzt gewinnt hier in Paul Ricard und oder ob er jetzt Zweiter wird hinter Jan Drexler. Das spielt überhaupt keine Rolle, das ist vollkommen egal. Stand jetzt ist er ganz klar Meister. Moritz Pirzer auf der 8. Das ist im ersten Moment das Target, das First Target aus der Sicht des Max Florenz. Vor Moritz Pirzer sollte er im besten Fall ins Ziel kommen. Dann ist er mehr wie safe. Ansonsten irgendwo im Bereich rund um Platzierung Moritz Pirzer. Ist auch alles safe. Sebastian Brocke, Alexander Rütz, DOD Racing Lambo auf 11, Julian Kubica dahinter auf 12, 3,5 Sekunden drin die beiden, dreieinhalb, ja, Sebastian Brocke aber so ein bisschen am Lurken im Windschatten gegen Julian Kubica. Im Hinterkopf behalten. Eine Zehntel, ja, fast zwei Zehntel war Moritz Pirzer im Vergleich im letzten Umlauf schneller, wie Dominik Cypress vor ihm, da seht ihr das, eingeblendet. Ach stimmt, ich wollte ja gucken. Wollt ja gucken? Komm, wir gucken mal. Und rechts, ja. Da steht die Kilometers per Hour, also KPH. Also 2,70 kriegen wir ohne Probleme hin. Vielleicht doch. Ja, ich schätze mal so 2,78, oder? Ne, der knackt die 2,80. Was fahrt ihr für Flügel? 2,80 kann man stehen sehen. Ohne Schindwatten, umgekehrt, ohne Windschatten. Sebastian Brocke, auf geht's. Basti, komm. Glaube ich, bin ich erst einmal gefahren. Wie gesagt, unten rechts, 2,80 haben wir gesehen. Dennis. Ich glaube, aber da ist gefühlt auch so gut wie kein Flügel drauf auf dem Koffer. Weil 2,80 ist schon sportlich. Kein Fehler machen, Sebastian. Kein Fehler machen. 54,9 für Julian Kubica, 54,8 für Sebastian Brocke. Über zu Max Florenz. Fühl ich, Chris, fühl ich. Also wenn ich die Wahl habe, liegt Paul Ricard auch nicht an erster Stelle, ganz klar. 2,80. Hin. Echt? Hast du einmal komplett neu gebaut, Dennis? Hab jetzt hier alles neu. Base, Wheel, Rig. Muss mich erstmal dran gewöhnen. Hauptsache vom Half von Michael bleiben. Okay. Ja, Fingers crossed, der definitiv, Dennis. Liebe Grüße auch, Michael, wenn du das nächste Mal hörst. Also das Ding ist definitiv noch nicht vom Tisch. Es sind noch etwas mehr wie 22 Minuten. Ah, da hat es funktioniert. Sebastian Brocke ist jetzt vorbeigekommen an Julian Kubica. Brocke also jetzt P12 gesegnet. Dominik Cypress ist dran an Dominik Meyer. Der Zweikampf um P6 ist entstanden. Sehr geil, sehr geil. UDC Crew, grüß dich, mein Lieber.
Wunderschönen guten Abend. Patrick Schröter im Windschatten hinter Ingo Schmidt. Oh, ist der schnell. Uff. Der Ingo da gelupft, oder? War das wirklich das Resultat des Windschattens? Ja, klar. Immer. Ja gut, ich sag mal, du kannst ja gedanklich den Vergleich machen zum Führenden zu Jan Drexler. Das ist ja das gleiche Team, das ist das gleiche Auto. Also die werden da wahrscheinlich aller Voraussicht nach nicht allzu viele Unterschiede, Differenzierungen im Setup haben. Ne? Also der muss schon gut gehen, der Koffer hier, beziehungsweise dementsprechend auch den Lucky Punch, das glückliche Händchen für Jan Drexler in der Umsetzung, genauso wie Dominic Cyprus. Und da ist er vorbei. Jetzt muss er sich aber anstrengen, der Dominic Cyprus. Also jetzt ist Feierabend mit noch so ein bisschen Schmusi-Busi gedanklich. Hat er zwar nicht gemacht, aber mir ist gerade nichts Blöderes eingefallen. Dominic Cyprus also auf P6. 5 Sekunden, Freunde. 5 Sekunden muss er jetzt zufahren. Dann wäre er dran an der Top 5 an Jeff Ewerts. 20 Minuten hat er noch. Ja, der Dominic ist gut beraten, wenn er schafft, 2, 3, 4 Zehntelchen zu finden pro Runde, dann ist es rechnerisch möglich, dann ist er dran. Dann kann er mit Jeff Ewerts noch diskutieren. Smokey, grüß dich, einen wunderschönen guten Abend. Hey, Pancho! Nein! Guten Morgen! Digga, gut soweit, gut soweit. Bin wieder wohlbehalten im Lande, die Woche auch gleich wieder arbeiten und so, aber alles easy. Morgen ist schon wieder Freitag, insofern... Die Woche ist schon wieder geschafft. Schön, dich zu lesen, Mann. Smokey, wie geht's dir? Hoffe, du bist auch munter, Pancho. Peter, grüß dich. Wunderschönen guten Abend. Liebe Grüße an Soapbox. Und unter einer der Supporter hier, Partnersponsoren von Hovesim Racing. Muss, Smokey, muss. Sehr schön, freut mich. Sehr schön, Pancho, sehr schön. Der hält Stand, Jan Drexler, der hält Stand gegen Max Florenz. Nochmal kurz erwähnt, für die Gesamtwertung, es ist vollkommen egal, ob Max Florenz hier mit P1 das Thema beendet und oder P2, es ist scheißegal. Er ist auch mit P2 ohne Probleme Meister und gewinnt den Titel in der Platin-Klasse. Oh, ich glaube, von Soapbox haben wir mehr wie 2-3. Denn ist hier im Gepäck bei der Hovesim Racing. Sebastian habe ich immer noch auf dem Schirm. Also Peter Lindner gegen Ricky Krebs, das kann... Der Dennis ist es, okay. Das gibt... Nein, ihr sollt nicht synchron driften. Ah. Blöd sowas. Da wollten sie jetzt beide zu viel, waren zu schnell, beziehungsweise haben sich jetzt verschätzt und haben da mal so ein bisschen Schmusi-Busi-Ringel-Beats mit anfassen gemacht. Scheiße. Schade. Ricky Krebs und Peter Lindner also beide im Abflug gewesen und das werden ihre Reifen ihnen nicht danken, Freunde. Du hast dann einen ordentlichen Zappen drauf. Wir reden hier von Geschwindigkeiten 270, 280 roundabout. Und wenn du da dementsprechend dann mal über alle 4 Räder quer über den Asphalt rutscht, inklusive in den... Bereich der sogenannten Braking Zones, das ist ja im Endeffekt Paul Ricard, auch in der Vergangenheit schon einiges Mal erklären gewesen. Paul Ricard ist die einzige Strecke ohne Kiesbett. Oder eine der ganz wenigen Strecken, wo es keine Kiesbetten gibt. Ja? Diese blau und rot markierten Flächen außerhalb der Strecke, das sind diese Verzögerungszonen. Ja? Also beim Blauen ist es schon relativ rau, das Auto wird schon relativ stark verzögert, aber der rote markierte Bereich, der ist noch schlimmer.
sodass man sich, das war ein Versuch, man hatte überlegt seitens der FIA, ob man bezogen auf das Thema Streckensicherheit, weil man immer so das Problem hatte bei Kiesbetten, ja, die verzögern natürlich mit unterm Geizen, aber die Fahrzeuge nehmen natürlich auch unglaublich viel Kies mit auf die Strecke zurück mit, ja, und um das so ein bisschen zu umgehen, zu sagen, wir brauchen da eine Sicherheitsvariante, die alternativ ist, hat man hier in Paul Ricard in Frankreich damit angefangen, das zu probieren, mit diesen Verzögerungsflächen in der Differenzierung blau markiert und rot markiert. Ja, hat sich allerdings nicht bewährt, ist auch relativ teuer, die ganze Geschichte, sodass das sich da, wie gesagt, nicht durchgesetzt hat und man da doch beim alten Konzept geblieben ist. Immer. Hast du das noch nicht gehört bei mir, Citro? Übrigens Paul Ricard auch mitunter relativ schnell sehr bekannt geworden, ne? Auch durch die Braking Zones abseits der Strecke. Aber wie gesagt, das hat unmenschlich viel Geld gekostet und das hat sich halt nicht bewährt, das hat sich durchgesetzt. Und du brauchst technisch gesehen auch einfach ein bisschen mehr Platz, ne? Bleib und bin Fan von Kies direkt nach dem Curb, dann hast du auch keinen Stress mit Track Limits. Das stimmt, ja. Das stimmt. ...54.1 bei Max Lorenz. Direkt im Vergleich. Knapp 15 Minuten noch. Schafft das der Jan Drexler? Hält der Stand? Kann der den Druck standhalten? Oder schafft der Max Lorenz doch noch den Lucky Punch, da einfach den Weg vorbeizufinden? Weil ich glaube, das Wort einfach ist nicht wirklich einfach. Der wird hier richtig am Arbeiten sein. Matthias Weckl auf der 17. Elias Martini P16. Gehen wir es mal komplett durch. Alles gut, haben wir schon alle nicht mehr gemacht. Jan Drexler P1, Max Florenz P2, Philipp Thoma P3, Christopher Schmidt auf der 4, Jeff Everts auf 5, Dominik Cypress P6, Dominik Meyer auf der 7, Moritz Bitzer auf der 8, Pierre Meyer P9, René Brey, da ist der Audi vorbei. Überrundungssituation müsste das gewesen sein. Ja, Alvin Busjan im AMG, im Hove Racing AMG, der da den Pierre Meyer mit P9 hat einfach überrunden lassen. René Brey P10, Alexander Rütz auf 11, Julian Krubica auf der 12, die beiden Teammates für DOD Racing, Sebastian Brocke P13. Jawohl, Platin-Klasse, also sprich hier mit den weißen Nummerntafeln. Danny Anwand P14, Janis Zeus 15, Tobias Martini P16, Matthias Weggel P17, Remo Kipfer auf der 18, Ricky Krebs P19, Jens Anusar P20, Markus Blumentrat 21, André Schwarz 22, Peter Lindner 23, Detlef Kipp 24, Patrick Schröter 25, Ingo Schmidt P26, Michi Hirtschi 27, Alvin Busjan auf der 28 und Bobby Paceman auf der 29. Oh, weiße Flaggen für Max Lorenz, das hat Zeit gekostet. Ja, die Runde ist auch ungültig, da war er off-track unterwegs, mal kurz der Max. Dann sorgt sich an Dominik Meyer. Geht da was? Hä? Dominik! Er hat gelupft! Er hat den Moritz Pirzer passieren lassen! Mach doch sowas nicht! Moritz! Zu weit raus! Bleib links! Und jetzt enger rum! Linie zumachen, Tür zuwerfen! Sehr gut! Sauber gekontert. Ja, der Pierre Meyer, ihr seht's, durch das Geplänkel, die Konkurrenz kann auch profitieren davon. Ja, wir haben ja immer den Wechsel gehabt, Dennis. Wir haben beim letzten Mal haben wir ja die Goldklasse gehabt und jetzt haben wir halt Platinklasse. Ich kann mal gucken, wie es vom Zeitlichen ausgeht.
Grüezi! Herr Frosty, einen wunderschönen guten Abend. Grüß dich, mein Lieber. Danke dir für 50 Bits, Digga. Los, geht raus! Hast du es? Runter soweit? Bus. Wieder zurück im Lande. Nach der letzten Woche an der Nordschleife oben. Ich hoffe, das war jetzt nicht das Zünglein an der Waage, dieser Fehler von Max Florenz womöglich. Würde mir wünschen, dass er mal rankommt an Jan Drexler am Pferd. Du warst auch oben, gell, Herr Frosty? Ja, wie gesagt, wir gucken mal. Ich meine, was haben wir schon? Also die 2,5 Stunden kriegen wir allein schon voll mit der Rennsituation. Dann geben wir halt ein bisschen Gas und dann kriegen wir das schon hin mit den Interviews. Michael Weber, grüß dich, einen wunderschönen. Aktuell 54 tief, Michael. Ja, das auf jeden Fall, Peter. Definitiv, das auf jeden Fall. Also die Feldstärke, die Fahrerfeldstärke, egal in welcher Serie, ob jetzt A oder B, ist schon sehr, 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 sehr geil. Achso, du hast im TV gesehen, okay. Genau, Chris, ja, ja. Vor allem Serie B. Warum? Weil der Chris damit fährt. Ja, also Quali-Zeit, Michael, war eine 52,7 gewesen. Das ist schon ziemlich abgehoben. Aber frei nach dem Motto, wisse, was du tust. Mein lieber Axel, grüße dich. AB Visuals in der Haus, Freunde. Der PSR M4 geht vorbei an Moritz Birzer, das hat funktioniert. Phoenix, einen wunderschönen guten Abend, grüß dich. Phoenix aus der Klapse. Upp, upp. Muss, Axel, muss. Erste Arbeitswoche nach dem Urlaub ist auch schon wieder geschafft, gleich morgen. Alles cool. Also ich kann nicht mal mehr kurz austreten gehen, gell? Weil das ist so echt, es ist so mega geil und mega spannend. Ich will hier eigentlich nicht die Fahrer gerade mal kurz einen Moment alleine lassen. Den will ich nicht. Nein, mach ich nicht. Krieg ich hin. Ja gut, eine 54,0 ist ja auch nicht langsam, ne, Herr Frosty. Davon abgesehen. Also wenn du das Thema so mit 54 Mitte oder was im Renntrim hinbekommst, ey, dann wärst du hier technisch gesehen ganz weit vorne mit. Geht das ja ekelhaft. Nee, das mache ich nicht. Michael, das wird sich, also Real Talk, das wird sich in den nächsten 2, 3, maximal 4 Wochen wird sich das entscheiden. Wir müssen mal gucken, weil es gibt ja die Kombination, ne? Es ist ja Serie A und Serie B. Ich weiß noch nicht genau, inwieweit ich vielleicht eine Kombination hinbekomme mit dem Matthias oder ich weiß es noch nicht genau. Also Stand jetzt habe ich natürlich auch erstmal die Sommerpause, diese 6 Wochen Sommerpause im Rennbetrieb vor mir, ja. Aber ich habe zum Matthias gesagt, auch erst heute vorm Streamstart, dass ich definitiv eine finale Info gemeinsam mich mit ihm zusammensetze, um eine finale Info rausgeben zu können, binnen der nächsten 2, 3 Wochen. Das ist Stand jetzt heute. Ne?
Also vom Menschlichen her, von meiner Seite aus, sage ich ganz klar ja. Aber final in der Konstellation, wie wir das ganze Thema angehen und vom Zeitlichen her, wie es dann genau aussieht, das steht halt noch absolut in den Sternen. Das ist noch nicht besprochen. Da ist ja auch zum Glück ein bisschen Zeit. Was haben wir noch? Bisschen mehr wie 6 Minuten, Freunde. Vorsichtig ausgedrückt. Maximal noch 4 Runden. Doppelgelb. Danny Anwand, Jannis Zeus. Klassiker, oder? Ja, klar. Scheiße. Letzte Ecke rechts rum. Man war zu spät auf der Bremse. So sah es im ersten Moment ausgefühlt aus der Sicht des Jannis Zeus. Und musste dann enger rumfahren. Man trifft den hereinziehenden von außen nach innen, den hereinziehenden Ferrari-Piloten, den Danny Anwand. Aber ihr seht auch hier ganz klar Gentleman's Agreement groß geschrieben seitens von Jannis Zeus. Hat gewartet, hat Danny Anwand wieder passieren lassen, signalisiert: Sorry, mein Lieber, das war mein Fehler. Ich wollte dich da so nicht treffen. Ja, wie gesagt, Michael, wir gucken mal. Also ich habe es auf jeden Fall auf dem Schirm als solches. Und sobald es da die finale Situation gibt vom Handlingsformat, gibt es auf jeden Fall eine Info. Das kriegen wir dann schon. Max ist wieder dran, Max Florenz ist wieder dran an Jan Drexler, das ist doch nicht die Möglichkeit. Absolut geil, absolut genial, Max Florenz 53,9 im letzten Durchlauf. Jan Drexler fährt vor 54,0. Session 5, wir sind gerade in der 4, oder? Dennis, ich frage einfach mal ganz blöd, also Peter... Das ist Season 4? Das ist schon geil. Ich denke auch die nächste Saison, da werden die Karten definitiv neu gemischt. Beide mit weißen Flaggen gesegnet. Da waren beide mal kurz vom Pin weg. Also Dominik Meier ist definitiv weg. Der ist ganz klar weg von Moritz Pirzer. Das sind 3 Sekunden. Das wird nicht mehr schließen lassen, die Lücke. Ja, Jannis Zeus jetzt vorbei an Danny Anwand. Das hat funktioniert. Da gab es jetzt keinen Kontakt. Das war okay, das war clear. Jannis Zeus also P15. Pierre Meier, Moritz Pirzer. Der wird auch nicht weiter rankommen, der Moritz Pirzer. Weil wenn du hier mit einem Konkurrenten im Genick umherfahren musst, jetzt muss er die Tür auflassen. War er zu spät drauf und dran, doch enger reinzufahren, ist auch nicht ganz so einfach in dieser ultra langgezogenen Rechtskurve im Ausgang. Da den Koffer noch weiter rumzuzirkeln, vor allen Dingen nicht, wenn die Räder eh schon fertig sind und du kurz vor Rennende bist. Danny Anwand, Jannis Zeus, nochmal kurz geswappt, besserer Ausgang, aber für den Griechen, für Jannis Zeus, halt vorne dran. Christopher Schmitz. Aufgelaufen auf P3 auf Philipp Thoma. Auch er kann nochmal diskutieren um die finale Position im besten Falle. Ja, ich hoffe jetzt, dass ich die Kollegen, die dann natürlich auch noch am Fighten sind, nicht zu kurz kommen lasse, dass ich da relativ häufig wechsle mit der Kamera. Aber ich denke, wir kriegen es hin. Weiße Flaggen für Pierre Meier auf P8. Okay, das ist definitiv die vorletzte Runde. Max hat 8 Zehntel im... negativen Delta, beziehungsweise positiven Delta, also ist zu langsam. Christopher Schmitz
Hat der noch Futter? Hat der noch ein bisschen was im Petto, der Christopher Schmidt? Kann der den Philipp Thoma vielleicht gleich nochmal attackieren? Leaders on final lap now. Okay, ihr habt's gehört über den Spotter. Leaders on final lap. Letzte Runde für den Jan. Max Florenz. Philipp Thoma auf der 3, 27 Sekunden dahinter und im Genick den Christopher Schmidt hängen. Die beiden jetzt Start und Ziel unterwegs, gehen in die letzte Runde rein. Sebastian Brocke vorbei an Julian Krupica, der hat sich da scheinbar beschwert. Kurz mal den Flasher betätigt. Wechsel um P12. Ging jetzt auch ganz, ganz schnell. Peter Lindner zieht sich an und Markus Blumendrath. Ey. Oh, Detlef. Gelbe Flagge. Ah, guck mal hier, der lässt P1 und P2 vorbei. Daher kurz die gelben Flaggen draußen, beziehungsweise die weißen Flaggen final, weil er Pace rausgenommen hat. Sekunde, das ist zu weit. Der ist zu weit weg. Der ist zu weit weg, um den Angriff Ende der Gegengeraden zu machen, zu planen. Christopher Schmidt sieht es ein bisschen anders aus. 4 Zehntel, auch das ist unglaublich weit weg. Mit Windschatten kommt er auf 2 Zehntel ran, aber er kommt nicht vorbei, definitiv nicht. Ne, 2 Zehntel ran, aber nicht vorbei. So, die letzten paar Meter für Jan Drexler. Einmal noch links rum, einmal noch rechts rum. Okay, den Apex hat er da total verkackt. Ist aber nicht schlimm. Alles gut. Das ist der Sieg. Jan Drexler gewinnt in Paul Ricard im Finale der Hovesim Racing Serie A. Vor Max Florenz. Glückwunsch zu P2. Und trotzdem ist das der Titel, die Meisterschaft der Sieger. Max Florenz in der Goldfahrerwertung. Philipp Thoma bleibt vor Christopher Schmidt. Philipp Thoma, Glückwunsch P3. Christopher Schmidt, GG zu P4. Jeff Ewerts gewinnt in der Goldkategorie. Hier mit den grauen Nummerntafeln, Silberfahrerwertung. Gewinnt auf Gesamtposition 5. Dominik Cyprus wird Zweiter, hat P6 noch sich einverleiben können. Dominik Meyer wird Dritter in der Silberkategorie. P8 für Pierre Meyer. Moritz Birzer wird 9. René Brey holt die 10, alias P4 in seiner Klasse. Alexander Rütz overall P11 wird 5. in seiner Klasse. Sebastian Brocke wird 12. Julian Krupica holt die 13. Jannis Zeus wird in diesem Moment abgewunken auf P14. Danny Anwand dann dahinter als 15. sieht er schwarz-weiß kariert. Matthias Weckl holt die 16. Position. Glückwunsch dazu, Matthias. Dann der Schweizer, der nächste. Remo Kipfer auf P17. Dann haben wir noch den Ricky Krebs im Gepäck. Der ist auch gleich auf Start und Ziel unterwegs. Nämlich genau in diesem Moment wird als 18. abgewunken. Dann haben wir den Tobias Martini auf der 19. Jens Alusa wird 20. Peter Lindner wird dann gleich 21. vor Markus Blumendrath. Das funktioniert, das reicht auch für den CDS Digital Motorsport Ferrari Piloten. Vor dem Markus Blumendrath. Markus Blumendrath holt die 22. Und dann haben wir es doch gleich wieder. Auf 30 Sekunden gab es da on top für Bobby Paceman und den André Schwarz. Okay, das heißt also P26 final für den André und nicht P23 aufgrund der Strafsituation. Schade, Detlef Kepp 24, umgekehrt, Detlef Kepp 23, Patrick Schröter 24, Michi Hirtschi 25. genau. Ingo Schmidt 27, da passt es wieder, Alvin Bussian 28 und Bobby Paceman P29. Geile Nummer, geile Nummer. So, pass auf, dann gehen wir ganz kurz mal gucken. Also, für mich zum Verständnis. Das heißt, jetzt erstmal kurz das Interview mit Jan Drexler, Max Florenz und Philipp Thoma. Dann haben wir die Latin Driver
Genau, und von den Goldfahrern wären es Evertz, Cypress und Meyer. Okay, ich glaube, das kann man merken. Das sehr schön. Also, dann gebe ich mal ganz kurz, dass wir hier ins Voice reinkommen. Und erst. Also, wenn die Fahrer Bock haben, Jan Drexler, Max Florenz, Philipp Thoma bitte zu mir ins Interview. Und im besten Fall im Nachgang kurz die Jungs Jeff Evertz, Dominik Cypress, Dominik Meyer. Dann können wir so beide machen, beide Kategorien. Und dann kriegen wir das hier gewuppt, hätte ich gesagt. Laden wir kurz die Highlights rein in den Koffer. Hey, Cypress, grüß dich. Willkommen zurück, Mann. Cool. Ja, das passt. So, das stellen. Also wie gesagt, Jan Drexler, Philipp Thoma noch ins Voice zu mir ins Discord, wenn sie wollen. Ansonsten ist der Max schon da. Dann können wir mit Max schon mal eine Runde schnacken, wenn er wollt. Aber wir warten noch kurz 30 Sekunden. Und wenn die Jungs dann möchten, da ist der Jan, sehr schön. Für die Silberkategorie. Alias Goldfahrerwertung in Race App, Jeff Evertz, Dominik Cypress und Dominik Meyer. So, komm, dann fangen wir mit Max schon an. Wunderschönen guten Abend, Max, grüß dich. Abend. Max, ein wilder Ritt, hätte ich gesagt, oder? Ein wilder Ritt hier in Paul Ricard. Doch sehr, sehr lange in der hinteren Situation gewesen, im Verfolgermodus gewesen. Wie sehr musstest du pushen? Wie sehr wolltest du pushen? Oder wolltest du einfach nur ein bisschen Spaß haben und sagen, naja, heute, es geht ja im Grunde im kontrollierten Format um nicht mehr final den Sieg, weil das Thema hast du ja eigentlich schon gewuppt gehabt, zumindest nicht im direkten Vergleich zu Jan Drexler gesehen, dass du einfach gesagt hast, du fährst mit Jan Drexler einfach ein geiles Race, lieferst ein bisschen eine Show ab und hast den Sack eh schon zugemacht. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe gar nicht die Erwartung gehabt, dass ich überhaupt an Jan dranbleiben kann, weil ich vorher schon gesehen habe, dass Jan einfach echt extrem schnell ist auf Paul Ricard. Okay. Und der Aston fährt sich einfach super spitz, vor allem in schnellen Kurven. Also das Heck nicht zu verlieren ist schon gar nicht so einfach. Und dementsprechend war ich echt froh, dass ich überhaupt dranbleiben konnte und dachte mir dann, ja gut, hier und da hätte ich mal noch ein bisschen aggressiver reinhalten können, aber musste ich nicht. Deswegen, ja, war es ein gutes Finale, würde ich sagen. Okay, war das so ein bisschen Absicht von dir, direkt nach Start, dass du da die Position oder beziehungsweise, dass du einfach mal ein bisschen mitgeschwommen bist? Der Aston kommt gar nicht weg. Ich hatte das nicht mehr auf dem Schirm, aber du kommst einfach nicht von der Stelle mit dem Ding beim Start. Das stimmt, ja. Und die sind also fast Moritz und Philipp an mir vorbeigeflogen. Mhm. Ich war froh, dass Jan in den ersten Runden nicht die Lücke nicht so gut aufmachen konnte. Und ich dann noch vorbeigekommen bin an Philipp, so halbwegs in Reichweite von Jan. Aber Philipp hat es dann, glaube ich, auch eingesehen und mich irgendwie so halbwegs vorbeigelassen. Weil. Ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, vorletzte Woche war Paul Ricard bei LFM und da bin ich Mustang gefahren und der Mustang fährt irgendwie 2,85 auf der Straight mit vollem Tank. Was und der Aston kommt 2,85 ohne Windschatten. Boah. Und mit dem Aston fährst du 2,79 und im Windschatten bist du bei 81 oder so im Begrenzer. Also da ist gar nichts mit überholen. Ja. Und deswegen, also aus eigener Kraft auf der Straight wäre ich eh nie vorbeigekommen irgendwo, deswegen, ja. Okay. Ganz gut gepasst. Sehr schön. Glückwunsch zum Titel auf jeden Fall.
Max, alles richtig gemacht und wir haben es auch im Stream zwei, dreimal thematisiert gehabt, die Leistung, die du diese Saison da hervorgebracht hast, ähnlich wie letzte Saison. Absolut erste Sahne, es war ein Augenschmaus, dir da zuschauen zu dürfen und ja, ich glaube, wir haben es genossen. Vielen, vielen lieben Dank. Glückwunsch P2 hier in Paul Ricard, trotzdem aber da den Titel eingefahren und den Sack definitiv heute Abend im finalen Durchgang zugemacht. Glückwunsch. Danke für die netten Worte. Gerne. Und dir und den Männern im Stream und Damen natürlich schönen Abend noch. Ebenfalls, danke dir. Max, mach's gut. Okay, hau rein. Tschüss. Jan, einen wunderschönen guten Abend. Grüß dich. Guten Abend. Na? Leon, einen wunderschönen Morgen. Zu später Stunde kommt der Leon an den Start, aber alles cool. Ja, Jan, was ein Race, also unglaublich, oder? Wie stark war die Schmeißi-Situation oder ging das, weil du wusstest, naja, also ich gehe jetzt mal ganz massiv davon aus, der Max Florenz wird es in Teufel tun und irgendwie Gefahr laufen, dass wir uns da gegenseitig dermaßen in die Karren scheppern, dass es knallt vor dem Herrn. Ja, also durchgeschwitzt bin ich auf jeden Fall. Das ist schon mal klar. Ansonsten, also Angst davor, dass wir uns in die Karre fahren, hatte ich nicht. So, vielleicht mal eine Berührung habe ich schon so. Ja, nicht mit gerechnet, aber dachte, komm, wenn das passiert, ist egal, weil wir haben genug Vorsprung. Mhm. Also, ich hätte auf jeden Fall nicht freiwillig Platz gemacht, aber so weit kam es ja auch nicht. Von daher alles top. Schön, und ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht wieder. Ja, mega geil. Die Quali-Pace nicht von diesem Planeten, die 52,7, also ich musste zweimal hingucken, gefühlt im ersten Moment und habe danach immer noch nicht realisiert, was ich da sehe, so ungefähr. Vom Empfinden her, von meiner Warte, aus dem Ärmel geschüttelt, oder? Oder war dem nicht so? Ja, also Paul Ricard ist auch einer meiner, das heißt Lieblingsstrecken, aber die kann ich schon ein bisschen besser gefühlt. Da okay. Bin ich immer ganz gut dabei und ist auch noch nicht so lange her, dass ich gefahren bin. Ich glaube 3 Wochen oder so. Also Setup stand auch schon. Ja. Jetzt soll ich dir aber nicht sagen, dass ich 2 Zehntel liegen hatte, oder? Nee, hör auf. Nein, okay. Ist mir egal. Dann habe ich sie nicht liegen gehabt. Die Relation gedanklich reicht schon so ungefähr. Nee, okay. Sehr, sehr geil. Also du hast so diesen klassischen Booster-Bonus gehabt, ne? Weil wenn vor kurzem erst gefahren und so, klar, da bleibt natürlich auch ein bisschen was Klippen und Hängen gedanklich. Ne? Das kann man dann dementsprechend umsetzen und genießen für die nächste Situation. Aber ja, an sich alles richtig gemacht, auch du für den heutigen Abend, für den Fall. Ja, und in der Gesamtwertung, Jan, ich glaube, da gibt es auch die eine oder andere Verschiebung. Oh, das könnte. Ich glaube nicht. Nee, meinst du nicht? Nee. Mods Pizza P9 gesamt. Ja, mal gucken, mal schauen. Ich will ja auch da jetzt nicht die finalen Interviews über den Meisterschaftsstand führen. Ne? Jetzt bei Max war es offensichtlich, da war es eindeutig. Aber bei dir. Also schlimmer wie P3 wird es definitiv. Ja, das weiß ich. Ich glaube, ja. Ich konnte auch gar nicht mehr vor und zurück. Von daher war das heute eigentlich relativ entspannt. Einfach reinsetzen, losfahren. Ja, doch. Wie gesagt, Vorbereitung. Vor konntest du. Ja, oder ich vor, glaub, vor kannst du, wenn der Moritz Birzer, der hätte einen Ausfall haben müssen. Ja gut, den hat er ja nicht. Ja, richtig, genau, ja. Richtig. Das stimmt, ja, den hat er nicht gehabt. Trotzdem, tolle Saison. War mir ein Gedicht, dich da sehen zu dürfen. Und ich, klar, würde mich natürlich freuen, wenn ich dich nächste Saison wieder begrüßen darf in der Form. Und dann dürfen wir gedanklich heute Abend den Haken machen an Paul Ricard, Jan. Ja, danke. Also sehr danke schön. Auch für die Berichterstattung das Jahr über. Hat mega Spaß gemacht. Und ja, also nächste Season bin ich auf jeden Fall wieder dabei. Klingt nach einem Plan. Jan, Glückwunsch zum Sieg. Ich wünsche dir was, komm nachher gut zu liegen, haust rein und bis zum nächsten Mal. Danke dir. Ja, du auch, danke. Gerne, ciao. Ciao. Jo, Christopher, einen wunderschönen guten Abend, grüß dich, mein Lieber. Podium zum Schluss wäre nochmal schön gewesen. Ja, aber ich glaube, du warst auch richtig hart am Fighten und am Struggeln, oder? Die Räder waren nicht mehr wirklich da und Schweiße im Gesicht, weißt du, ich meine? Also, das ist cool. Ich glaube, du hast heute auch wieder alles rausgeholt, was irgendwie möglich war. Ich bin bei dir, der 4. Platz ist der undankbarste von allen und du bist über die Linie gekommen mit 3 Zehntel Gap nach vorne Richtung P3, das ist schon sehr, sehr krass, ja, das stimmt. Aber ich glaube trotzdem, du hast auch so ein bisschen Spaß gehabt am heutigen Abend und P4, die Pace war da, alles richtig gemacht. Sehr schön. Freunde, vielen, vielen lieben Dank für diesen wirklich absolut, absolut geilen Stream heute Abend wieder. Absolut eskaliert seid ihr wieder.
sprach Meister Yoda und fettes Merci für die ganzen Follower, die ganzen Subs, die Resubs, die Gifted Subs, die Donations und natürlich auch die Bits vom Herr Frosty. Vielen, vielen lieben Dank. Ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Das war die finale Situation von Hove Sim Racing in der Serie A. Nächste Woche am Donnerstagabend übernimmt der Matthias Weckel wieder himself mit der Serie B. Dann haben die Jungs und Mädels dann für Hove Sim Racing am nächsten Donnerstag ihr Finale. Und werden dementsprechend dann auch hoffentlich gebürtig die Hütte abreißen, wie es so schön heißt. Bei mir geht's nächste Woche dann weiter. Jetzt am Wochenende haben wir so ein bisschen Cooldown-Phase, ich persönlich erstmal. Und nächste Woche geht's dann weiter. Ich müsste ganz kurz reingucken. Nie aus dem Kopf. Genau, nächste Woche Donnerstag haben wir die SRU, vorletzter Durchgang, 19.15 Uhr, das ist zumindest das Planmäßige, vielleicht kann man nächste Woche ein bisschen, habe ich ein bisschen Luft und kann ein bisschen Spontanes mit euch machen, müssen wir mal gucken. Ansonsten, habt morgen im besten Fall einen schönen letzten Arbeitstag für diese Woche, bleibt mir gesund und munter, haut's rein, kommt danach gut zu liegen und bis zum nächsten Mal.